Geld kommt, oh, einmal Jackpot, Geld geht wieder. Döner ohne Soße geht nicht. Weil in der Zeit jeder von uns hat gebreakt oder gesprüht. So war Berlin. Jeder hatte eine Kickermatte, jeder war in irgendeiner Gang. Das zeichnet auch eine wahrhaftige Freundschaft aus, Digga, wenn du wirklich mit deinem Bruder über alles reden kannst, Digga. Egal was es ist, egal welche Grenze überschritten ist, deine Brüder müssen immer da sein. Disziplin ist in diesem Geschäft das A und O. Also ich muss offen, habe ich noch nie gesagt, jetzt sage ich zum ersten Mal, ich hatte wirklich ein riesen Alkoholproblem. Ich sag immer, es ist immer die Maße, Digga, die Maße machen es aus, Bruder. Das ist einfach, dass dich nichts unter Kontrolle hat, so. Wichtig ist, dass man eigentlich auch jemanden hat, mit dem man reden kann. Was wir feiern, das sind 2 Stunden, wo du ein bisschen trinkst und dann am nächsten Tag bist du der Letzte, so. In Deutschland entwickelt sich gerade so eine richtige Rap-Kultur, Digga. Also die Kids fangen an, schon im Auto zu rappen. Da wissen die nicht, wer ich bin und so. Ich fick die, wer sind die und so, weißt du, was ich meine? Und ein Kumpel von mir meinte so, die sind nicht gekommen, um zu connecten, die sind gekommen, um zu übernehmen. Hier ist ein anderer Film, Mann. Die sollen sich daran gewöhnen. Das ist auch unsere Stadt. Wir haben diese Stadt mit zusammen kreiert. Meine Kinder, das ist, was mich gerettet hat am meisten in meinem Leben. Meine Kinder. Let me see you go. Let me see you come. Now let me see you go. Vor allen Dingen für mich, was auch krass für mich war, so, für mich war das halt auch mehr ein Privatgespräch, als es ein Interview war, so. Weil der hat mir auch sehr viel mitgegeben in dem Interview, so, was ihm persönlich wichtig war, was ich höre, so, von seiner Seite, was ich auch für mich so angenommen habe, so, weißt du, so. Ja, ich weiß. Das heißt, es war so privat für mich teilweise, Digga, dass ich sogar am Anfang, wo ich das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, so, boah, Alter, vielleicht ist schon sehr privat, so, weißt du. Dann habe ich es mir reingezogen, habe aber gedacht, ey, scheiß drauf, die Leute sollen das sehen, Digga, weißt du. Ja, so. Hat der nicht Unrecht? Nee. Weißt du, ich meine, es ist okay, sich Motivation, Inspiration zu holen, so. Aber am Ende des Tages, man müsste das eigentlich am meisten bei sich selber suchen, weißt du, was ich meine? Was man für Scheiße gemacht hat, besser zu machen. Oder auch manchmal einfach nur einen Fick zu geben. Also, wer sind die Land? So, weißt du, was ich meine? Ja. Fick drauf, ich bin, wer ich bin, ich mach, wie ich mach, so fertig. Ja. So wie er gesagt hat. Aber so rennen ja die meisten von uns eigentlich so rum, eigentlich. Weißt du, was ich meine? Manchmal natürlich zu engstirnig, viele. Aber im Grunde genommen hat er vollkommen recht. Weißt du, was ich meine? Weißt du? Definitiv, Digga. Und für mich, war das auch in dem Moment so eine krasse, also ich sag schon, seitdem hat sich bei mir im Kopf schon ein bisschen wieder was geändert, so, ja. Weißt du? Ich will jetzt nicht sagen, es hört sich jetzt so an, als ob ich da saß und nichts wusste, so. Bro, ich habe selber auch schon sehr viel Scheiße durchgemacht, so. Ich habe schon sehr viel gelernt, Bruder, viele Sachen gesehen und so. Aber diese eine Sache, wie er gesagt hat, so, tu einfach unter deine Eier drunter, Bruder. Ja, ich weiß. Weißt du, was ich meine, so? Das war auch der Augenblick, so meinst du, auch so ein bisschen. Ja. So wie alles zusammenkam, ja. Und wie er so erzählt hat. So. Und so viel hat sich aufgestaut, auch in mir drin. Durch diese ganzen Leute, die dann über mich da was reden mussten, da berichten mussten, hier was sagen mussten und so. Hat sich alles aufgestaut, Bruder. Und in dem Moment war das so, hat er mir diesen Talk verpasst. Quasi für mich war das so, wie so, das sollte alles so sein, damit ich mir die richtigen Sachen im Kopf so zurechtlegen kann, dass ich damit umgehen kann, dass ich damit klarkomme und sagen kann, gib einen Fick auf die Scheiße. So. Ja, weiß, dass du über dich geschrieben. Kommt, weiß, dass du diesen Mist über dich schreiben. Ich war im Moment schon. Er schreit einfach von der Seite rein, geil. Ja, Digga. So. Ich hab den Kehl weg. Nee, weißt du was? Vielleicht hat er so Ketten gelöst. Weißt du, was ich meine? Danke dir. Gracias. Das sind so Momente in Interviews, Digga, wo die Leute auch voll dabei sind und das auch voll fühlen und so. Aber manchmal auch teilweise vergessen, wie ich da sitze und was es für mich bedeutet auch in dem Moment so, ne? Also für mich bedeutet das viel, Digga, wenn ein Manuelsen, den ich seitdem ich 16, 17 bin, verfolge so und der mich krass geprägt und inspiriert hat, so, weißt du, dann da sitzt und mir so einen Talk verpasst, so, das löste mir viel aus, so, weißt du, das darf man nicht unterschätzen. Ja, weil ich bin nicht einfach nur so ein Mechanismus oder so ein Typ, der Interviews macht, der dann einfach da sitzt und dann einfach sein Interview macht. So, ich bin ein voll der Mensch. So. Ich bin so ein richtiger menschlicher Mensch, so, weißt du? Kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. Ist komisch, das selber über sich zu sagen. Nein, aber warum nicht? Das ist genau das, was er meinte. Brauchst du gar nicht. Das ist ja das, was er meinte. Scheiß drauf. Und wenn du so sagst, dann sag so, wie dir kommt, so, weißt du, was ich meine? Scheiß drauf. Nee, ich kann aber nachvollziehen, was du meinst, wenn man den vorher bestimmt gehört hat, im Wohnzimmer, beim Dingsen, beim das und dann von einmal verpasst er dir diesen Dings so, tamam, krass, das hätte ich auch niemals gedacht, dass ich mal mit denen sitze und dass er mir so, wie sagt man das, Knowledge so wer ist mir, das? Gibt. So, weißt du, so, was ich meine? So. Es muss ein krasses Gefühl sein. Von den OGs, Bruder. Ja. Für mich ist ein OG. Für mich bist du auch ein OG, Dicker. Danke, Bruder. Deswegen ist für mich auch, so wie du reagiert hast, so wie du sagst, so, ey, ich war voll schockiert und ich danke, dass du das machst und du bist doch gerade voll am Abreißen. Ja, so. Du reißt doch gerade voll mich ab, ist anders, nichts draußen, weißt du. Aber für mich ist andersrum. Für mich bist du ein OG, Dicker, von der Straße, Dicker, Berlin, danke, Bruder. Du danke, hast damals, wo ich ein kleiner Pisser war, hast du den Soundtrack für den Scheiß gemacht, den wir damals gemacht haben, so.
Ja, ist lange her. Verstehst du so? Und das muss, werde ich für immer, egal wie groß oder nicht groß ich bin, respektieren. Und die Plattform ist da, Bruder. Verstehst du? Die Plattform ist da, Bruder. Danke, Killer. Ich schwör auf alles, Dicker. Danke, danke, Killer. Crack Valley, Bruder. Jugo Betrugo, Dicker. Jugo Betrugo, auf jeden Fall. Ich hab den Song, Bruder, glaubst du mir, von diesen, wie viele Views hat das auf YouTube? 600, 700, 800, 1000, keine Ahnung. Kann Million, sein, weil es gibt zwei verschiedene Videos. Irgendwie so. Einmal wieder runtergenommen, wieder raufgepackt, so. Weil gab es Probleme. Davon habe ich mindestens... nur unsere Leute, also nur unsere Jugos, dachte ich. Weiß Bruder, was. 500 Mal habe ich alleine gehört. Ja? Ach, Minimum, Bruder. Ich schwöre, Bruder. Klar. Danke, Alter. Ja, die Leute fragen mich auch immer wieder, weißt du? Wann, was kommt, mach mal wieder sowas wie Jugo Betrugo, dann der andere, mach mal lieber sowas wie so Storytelling, wie Vergangenheit. Mach mal lieber so, mach mal lieber so. Ich denke, weißt du was, ich mache jetzt auch was ich Bock erstmal habe. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht nur das machen, was immer die Leute wollen. Was natürlich auch, wie soll ich sagen, weißt du, Nachfrage und Dings. Genau, Angebot, Nachfrage. Frage und so. Aber, Chalas, ich muss ja auch irgendwie selber erstmal mit dem Kram glücklich sein. Weißt du, was ich meine? Und mich selber ausprobieren und testen. Und die meisten Leute, wie letztens beim Interview, jemand dachte, ich mache jetzt diesen Karibik-Sound, du weißt, was ich meine? Und so ein Kram, aber ich habe auch mal so ein, zwei so eine Dinge probiert, aber passt mir nicht so, weißt du, was ich meine? Ist mir zu freakig, ja. Aber ich probiere diese neuen Sachen aus. Und bald kriegt ihr auch was von Das heißt, du bist seit dem Tag oder seit damals eigentlich immer noch konstanter Musik machen so? Ich sollte eigentlich mehr und konstanter und mehr diesen Film 24-7 Studio Live leben, aber es ist unmöglich. Mhm. Also mir momentan, weil man muss auch die finanzielle Perspektive davon, weißt du, was ich meine? Dass alles abgesichert ist und dass du dann mit freiem Kopf ins Studio gehen kannst. Und das war eine Zeit lang oder bis jetzt immer noch nicht 100% möglich, weißt du, was ich meine? Ich bin wieder am Hustlen. Ich habe jetzt auch so einen Song letztens gemacht, in Kanake kann ich mit Geld umgehen. Ist so, mir hat das keiner gezeigt. Also ich meine, bei uns Eltern, bei meinen Eltern war auch so, Geld kommt, oh, einmal Jackpot, Geld geht wieder. Anstatt mal da zu investieren, hier mal. Natürlich, viele Leute können das auch, aber vom Hause her habe ich das nie gelernt. Mhm. Geld kommt, yalla, lass uns das verheizen, verbrennen, mach, guck da, mach für die Kinder hier, dies, das, so, so, so. Highlife, einmal gut und dann wachst du nächsten Morgen wieder auf bei McDonald's oder Burger King morgen und sagst, scheiße, Alter, habe ich noch Geld für einen Burger, scheiße. Zwei, drei Mal so eine Filme gehabt, so. Denkst du, ach, Geld kommt schon wieder, kommt. So wie, aber manchmal kommt nicht wieder. Ist so, kommt nicht. Und dann bist du, hast du Gurke. Und dann fällst du auch in andere Filme im Kopf. Und, aber Musik habe ich nie wirklich aufgehört. Ich war immer wieder, also trotzdem immer wieder im Studio. Aber nicht, wie sagt man das? Aber konstant. Weißt du, was ich meine? Erstens konstant und auch nicht so, dass. Also bei mir ist nichts angekommen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? So, ja, seit diesen Promo. Zeiten von damals so. Das erste Mal, wo ich Crack Valley wieder auf dem Schirm hatte, war, wo ich in die fucking Red Bull Studios reingesteppt bin, Bruder. Und der Bruder mir da entgegenkommt und sagt, was geht ab, Leon Lovelock, Bruder? Das war für mich auch so ein Moment, wo ich sag, krass, Digga, der kennt mich einfach, yo. Ja, natürlich. Für mich OG-Legende kommt gerade so entgegen. Ich habe den gehört, als ich 16 war, der sagt, Bruder, was geht ab, Digga, du reißt gerade ab, so, weißt du? Killer, für mich ein geiles Gefühl so. Das war mit Marvin, ne? Genau. Bruder, witzig, Digga. Ich weiß noch, diesen geht nicht. Du hast Freestyle. Wir waren hier ein bisschen nicht, Dings, Bruder. Und dann warst du Freestyler in der Booth, Dicker, wie ich, du, Nico, Marv und Morten, Bruder. Und so einfach freakig irgendwas. Einfach irgendwas rausgehauen, Freestyle und dann so, mach Mikro an, ich rap das jetzt ein, so. Ja. Was weiß ich, Sommer ohne Fanta, geht nicht. Fitness ohne Testo, geht nicht. Chill ohne Abdi, geht nicht. Geht nicht und so. Alles, was nicht geht, so, weißt du, was ich meine. Und dann, Spectre hat den irgendwie um ein paar Ecken gehört, meinte, Valley, mach mal einen richtigen Song daraus, das ist ein Ohrwurm. Ey, Bro. Wenn du, weißt du, geht nicht, das ohne das, ey, Bro, geht wir nicht. Haben, ich schwör auf alles, ne, ja. Auch mit Nico und so, wir haben wochenlang danach, Bruder, diesen geht nicht scheiße gemacht, so, verstehst ich du? Ich mach den Song noch fertig, und wir haben uns darüber, die Ohren, ne? Du weißt doch, ich lag auf dem Boden im Studio, Dicker, wo du da angefangen hast zu rappen, so. Ja. So, war für mich, da war das erste Mal wieder, dass ich Crack Valley musikalisch gehört habe, Bruder, so, ne? Ja. In der Zwischenzeit habe ich von dir leider nichts mitbekommen, so. Ich weiß nicht, wie aktiv warst du, Dicker, in der Öffentlichkeit? Ich war aktiv, aber Promo war für den Arsch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe natürlich die Kanäle, die irgendwie da sind, zu connecten, aber heutzutage brauchst du mehr. Und das ist auch, was ich meine, Insta. Bei mir die Insta-Zahl ist nicht so groß. Und folgt alle Crack Valley auf Instagram, Alter. Du weißt auf jeden Fall. Schaut mal vorbei, lasst mal ein Like da oder folgt mal oder so ein Kram. Weißt du, was ich meine? Und dann kriegt ihr auch mehr mit. So. Und ich bin jetzt am Machen. Wie gesagt, ich bin voll in dieser Albumphase. Und das Ding werde ich dann irgendwo raushauen. Ich werde das nicht auf meinen eigenen Label raushauen. Und guck mal, wer Bock drauf hat, weißt du? Dass wir das Ding mal richtig machen. Richtig nach vorne pushen. Die Songs sind stark, die Tracks sind stark, die Themen sind stark. Das Ding macht
Ja, das ist geil so. Also es gefällt mir. Ich sage jetzt nicht, wie alle mal sagen, voilà, das ist das Beste, was ich je gemacht habe, oder das wird Legende. Nein, die Leute sollen das entscheiden. Das heißt, Tape ist fertig, ja? Zwei, drei Nummern noch. Zwei, drei Nummern mischen. Da sind auch Gäste drauf, die will ich aber noch nicht verraten. Wenn es soweit ist, dann lass ich das auf jeden Fall wissen. Weißt du schon, in welche Richtung, wann, so datumsmäßig, in welche Richtung das geht? Nee, noch nicht. Also, Datum noch nicht so. Aber ich probiere so schnell wie möglich, das Ding jetzt fertig zu machen, im Kasten. Und dann, ich hoffe, die Leute werden Spaß damit haben. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Mit wem hast du zusammengearbeitet? Also so jetzt so was Produzenten betrifft? Genau. Ich habe mit, ich weiß nicht, ob die Sam Samurai, der hat auch viel für Block gemacht. Mit denen habe ich jetzt zwei, drei Nummern gemacht. Schöne Grüße an Samurai. Dann DJ TC und Ace. Das sind zwei alte Hasen so von früher. Die haben mehr diesen Bone Thugs in Harmony Film gemacht, damals in Berlin und so. Mm. Aber die passen ja perfekt für diesen Trap-Film. Aber die machen es eben jetzt 2019-mäßig von den Drums und so. Aber die waren schon immer in dieser Sache drin. Schon seit Bone raus war, haben die schon langsamere Beats gemacht und dies, das. Und jetzt sind die Meister in ihrer Sache. Und vor allem, die können den Einfluss von damals jetzt da immer noch mit reinpushen. Ganz so, ne? Genau. Und es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Sonst bin ich offen mit, wer mir Beats schickt, ja, nein. Wenn der Beat geil ist und... Also hast du nicht so einen Home-Producer, Dicker, mit dem du immer im Studio abhängst, so, der immer deine Sachen macht, so mäßig? Ja, so? Diese zwei, die ich meinte, das sind so gerade die Hauptleute. Mhm. Und, Berliner Jungs, ja? Berliner Jungs und mit Unika, Shams, mit denen habe ich auch ein, zwei Nummern. Und so, ja. So die Leute, mit denen man sich gut versteht. Die anderen Jungs sind mir noch zu teuer momentan. Nee. Weißt du, was ich meine? Crates und so. Mal sehen. Wer weiß, Bruder. Vielleicht hat einer Bock, mit einer Legende OG-mäßig zusammenzuarbeiten, Bruder. Wenn ich Producer wäre, Bruder, wäre ich am Start. Du bist doch Producer. Produce. So, ich produce, ja. Irgendwie schon, ne? Auf jeden Fall. Hast recht. Okay, krass, Digga. Und wie du das jetzt raushaust, Digga, weißt du noch nicht, mit wem du arbeiten willst? Ich werde Leuten das zeigen. Willst du auf Majors gehen? Willst du mit irgendwelchen anderen Labels kollaborieren, Digga? Hast du einen Manager? Willst du ein Management an den Start bringen, die dich da... Genau das alles, was du gesagt hast. Weil ich habe das einmal gemacht, alles alleine. Bei dieser letzten Sache, die ich gemacht habe, Mushulo. Dieses ganze Telefonding, dieses ganze Hin- und Herrennen mit den Videos, mit noch einem Partner zusammen. Aber der wäre mehr Geldgeber sozusagen. Aber ist auch ein richtiger Bruder von mir. Aber ich habe keinen Bock das. Schaffe ich nicht. Ich brauche jemanden, der einen freien Kopf hat, der das 24 Stunden macht. Der morgens mit diesen Gedanken aufsteht und damit wieder schlafen geht. Und noch, wenn er schläft, noch daran denkt, wie kriege ich das am Start, wie kriege ich das am Start, wie kriegen wir den Jungen, wie können wir den platzieren, wie können wir den... Weißt du, was ich meine? Das ganze Business-Hustle. Das ganze Business und Videos und hier und nur sagen, hey, Valley sei um 12 Uhr morgen da, bring das Outfit mit, mach das, komm da, da ist ein Interview, dies, das. Wie früher bei Schockmusik, so war das. Sei da um die Uhrzeit, mach dein Ding und dann fertig. Voll. Und jeder soll natürlich seinen Hack davon kriegen. Und wenn das auch läuft, kann ich auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche auch im Studio Mucke machen. Und weil damit habe ich gar kein Problem. Die Hintergrundarbeit wird erledigt, so, ne? Auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was Kopf fickt am Ende des Tages, Bruder. Ich brauche Rücken, was das betrifft. Rücken jetzt. Ja, doch, ich weiß ganz genau, was du meinst. Diese musikalische, dass das jemand für mich alles abdeckt und ich muss mich nur um die Musik kümmern. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Fertig. Und was anderes will ich mich auch gar nicht kümmern, Mann. Weißt du, was ich meine? Außer jemand sagt mir jetzt, ich soll. Was weiß ich, Alter. Eine Aldi-Tüte vor der Kamera stehen oder so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? So eine verrückten Sachen so. So ein Scheiß. Für sowas bin ich nicht zu haben, so. Muss schon zu dir passen, muss schon dein Film sein. Ja, und jemand, der meinen Film peilt. Versteht. Und so, und dann, ich weiß nicht, ob da, also, es sind Leute, die mir gesagt haben, Willi, wenn du das fertig hast, schick mir das rüber und dann lass uns mal hinsetzen und dann gucken wir, was wir machen können. So. Weißt du, was ich meine? Oder ob die drauf abfahren oder auf diesen Zug, den Zug verstehen, den ich da mache. Mhm. Weißt du? Muss mir auch mal ein paar Dinger zeigen, Bruder. Gerne. Also bis jetzt habe ich ja nur diese geht nicht Sachen gehört. Geht nicht. Aber ey, den machen wir noch fertig. Ich war live dabei, Bruder. Ja. Und wenn du dazu ein Video drehst, Bro, call me, motherfucker. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, 100%. Aber den kill ich noch. Ich mach den fertig. Ja, Dicker, mach den fertig, Bruder. Sonst geht nicht. Der ist lustig, Bruder. Das Ding ist, geht nicht, Dicker. Geht nicht. Verstehst das du? Ohne das geht nicht. Komm ins Café ohne Pfeife, Bruder, geht nicht. Geht nicht, Bruder. Aber der war spontan, hast du gemerkt, war super, aber ja, ist gleich hängen geblieben. So. Ja. Deswegen, das ist irgendwie real, irgendwie funny, Bruder. Jeder kann da seine Dinger für sich dann auch mitmachen. So. Kann Trend werden, Bro, sag ich dir, wie es ist. Ey, jeder hat irgendwas was im Leben, was, wenn es das ohne das, geht nicht. Döner ohne Soße, geht nicht. Weißt du, was ich meine? Ich kann keinen Döner ohne Soße essen, Mann. Weißt du, was ich meine? Oder wie sagt man? Soße. Oh, ich hab die ganze Zeit dieses Bild im Kopf im Studio, wie du da abgehst, Bruder, mit der Bottle in der Hand, so, weißt du? Geil. Jeder kann irgendwas nicht ohne was. Ja. Geht nicht. Ja. Aber
Ja. Jetzt haben wir schon Promo gemacht für das Ding. Für also wir kriegen das noch zu hören. Also dieser geht nicht Ding, Bruder, da haben wir jetzt gute Promo für gemacht. Oh, da werden wir auch noch weiter Promo machen, Bro. Geht nicht, dass wir das nicht machen. Ja, safe. Geht safe. Nicht. Wie alt bist du, Bruder? Ich bin 37. 37? Ja, Mann, der Kanake ist ja 37. Mann, die Zeit rennt, scheiße. Rennt. Wann hast du deine ersten Bars geschrieben? Boah. Die ersten. Also ersten so aus Spaß so? Ja, erste Mal, wo du Blatt genommen hast und gesagt hast, jetzt, ich mach Rap. 9, 10 so. Da kamen so Fantastische Vier raus und wir fanden das alle voll peinlich. Und da kam dann zur gleichen Zeit Advanced Chemistry raus. Mit Fremd im eigenen Land und so. Weißt du? Kenn ich nicht. Advanced Chemistry? Nee. Hast du bei Boogie auch drüber geredet, kurz, glaube ich, ja, im Real Talk Podcast? Kann sein, aber das ist eigentlich so für die Schule. Jeder, der Hip-Hop hört, so, der muss sich mal Advanced Chemistry geben oder die, dieses alte Schule-Ding. Weil ich bin eigentlich schon so in den Roots drin, Bro. Deswegen das war so der Gegensatz zu Dings hier, zu Fantastische Vier, und dann kam Rödelheim um die Ecke. Die waren noch mal, auch nochmal ein Zacken schärfer. So. Advanced Chemistry mit Tony der Koch, er war dann noch. Dieser Linguist. Die haben so auf Street gemacht, oder was? Nee, die haben also mehr so diesen Ami-Film geschoben, oder was? Die waren mehr so dieses, mehr real, aber da war mehr dieses Nazi-Problem in der Zeit. Du weißt doch, Mauer ging auf, dieser Nazi-Talk und so. Die haben mehr diesen Fun-Ding gemacht, Fantastische Vier, da ist die da und so, weißt du was, mehr alles ist happy und so. Aber Advanced Chemistry war nicht so auf den Film so. Die haben mehr diese Roots, Afrika Bambaataa-Film mehr gefeiert. Und was so hier abgeht, so in der Gesellschaft, auf der Straße. Gesellschaft, Straße war nicht so unbedingt, aber es war mehr das Nächste, was uns so, weil in der Zeit jeder von uns hat gebreakt oder gesprüht, so war Berlin. Jeder hatte eine Kickermatte, jeder war in irgendeiner Gang, jeder hatte einen fetten Edding dabei, jeder hat irgendwas oder irgendwas, was mit Hip-Hop zu tun hat, gemacht so. Und das war so das Nächste, was uns so, Dings so. Der Rest war aus Berlin, dann Islamic Force, mit DJ Derrizone, ganzen Kreuzberger. Die hatten dieses Check Out My Melody. So, das war eine Riesensache. So, wo ich weiß noch, wo ich zu WOM gegangen bin und die Platte stand da. So. Das war ein Riesending für uns. So, krass, die haben eine Platte raus und so. Weißt du? Und danach, was kam danach? Man, dann, wie gesagt, da kam Rödelheim, dann kam Savage. Savage hat Mutter auseinandergenommen. Dann gab es diese anderen Sachen, hat mir nicht so gefallen. Blumentopf. Nichts gegen Sammy. So, Sammy war ein krasser Spitter. So. Der hat mies gerappt. So. Weißt du, was ich meine? Die haben auch ihre absolute Beginner, haben auch die Ohrwürmer verpasst, so mit Liebeslied und so. Aber das war nur so viel zu Hause oder mit den Kids oder so. Aber das hast du nicht im Auto gepumpt. So. Im Auto hast du damals CNN gepumpt, Capone und Noriega und weißt du, was ich meine? Da wolltest du auch irgendwas in der Richtung, was dir so den Film verpasst. So. Und dann, Capone und Noriega für mich auch krasse Inspiration. Kennst du Drink Champs? Ja, Mann, natürlich. Mann. Sein Interviewformat, Bruder. Ja, ist geil. Habe ich mir auch, habe ich studiert, Digga. Habe ich gefressen. Den sein Format so. Ich feiere den übelst, Bruder. Und ich muss auch sagen, ich feiere auch MC Boogie krass, Digga, ne? Mit seinem Podcast, den er in den Start gebracht hat, wo du auch als Gast warst. So. Muss ich auch hier ehrlich zugeben, das war so für mich so der Trichter, dass ich gedacht habe, ey, warum bist du nicht früher auf die Idee gekommen, Cracker Valley zu holen? So, weißt du? Nee, ich jetzt, weil die haben das gemacht vor mir so. Shoutouts an den Podcast von Boogie und Belasch. Boogie und Belasch. So, und was ich sagen wollte, ist, dass er und sein Format mich schon auch ein bisschen an Noriega erinnern, so. Weil er auch einer ist, der unterbricht gerne. Ja. Der Buff, Dicker. Ihr sauft zwar nicht so wie bei Drink Champs, so, nee, ne? Besser, nicht gut für mich. So, in so eine Richtung will ich vielleicht auch irgendwann mal was machen, so. Aber er erinnert mich so, für mich ist so Boogie der deutsche Noriega, so. Weißt du, ja, meine krass, so? Kompliment. So, so was diese ganze Podcast jetzt, so ein Interview-Ding-mäßige Film angeht, so, weißt du? Boogie ist. Das ist Baba, Dicker, ich fühl den. Wie er lebt und lebt, du siehst ihn so. Der ist real, der Typ. Den kannst du nicht auf Optionen packen oder so. Das ist er, fertig, so. Weißt du, was ich meine? Der ist ein Original, so wie er lebt und lebt. Und das, auch, das macht es eher so sympathisch. So. Weißt du, was ich meine? Und so. Das macht es auch cool. Authentisch, auch herzlich. So. Weißt du, was ich meine? Ist er ja auch, Bruder. Ist er auch. Merkst du auch in seinem Talk, Digga. So, weißt du? Belasch ist eben so. Der ist so der Baba, so bei den beiden. So. Der hat auch seinen Humor, so. Aber er kommt auch so mal mit Knowledge um die Ecke. Und Boogie ist so wie so ein Hip-Hop-Lexikon. Frag ihn irgendwas, er geht durch. Na ja, ja, der und dies und auch Hip-Hop und Sprühen und. Der ist ein laufendes Lexikon. So. Mäßig. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest gerade ein bisschen erzählen, so Berlin-Film, dies, das, bla. Berlin-Film? Was früher war? Keiner. Nein, weil du gerade gesagt hast. Ach so, wegen dann kam Savage und so. So, Savage kam dann. Und dann, wie bist du dann, wann hast du für dich gesagt, Alter, ich will da mitmischen, mäßig, so, weißt du? Ja, dann kam doch
langsam auch Specialists am Start. Weißt du, was ich meine? Specialists, GBZ, auch deren Umkreis. Mhm. Dann haben die so Samplers gemacht. Und da waren auch viele Street-Typen dabei. Und dann irgendwie sagt, ey, ich will das auch mal probieren. Mal sehen, wie das ist, wenn ich das mache. Und ich bin oft Bigs im Studio besuchen gegangen. Also Harlequins damals, die haben aufgenommen. Meinte, geh doch mal ans Mic. Sag, na, soll ich nicht. Natürlich vorher mein Kopf, wenn ich jemand fragt, ich gehe da ran, ich nehme auseinander. Aber dann sofort erstmal peinlich und so, wie soll ich machen und so, weißt du. Aber die meinen, die haben das gleich gefeiert. Meinten, ey, du musst mehr machen, mehr Dings. Und dann Bigs hat mich dann sozusagen unter seine Fittiche genommen. Wer ist Bigs, Bruder? Also das ist Bigs Namen, Herr, Bruder. Ich bin 29, kein Berliner, Bruder, weißt du? Kein Problem, Bigs Herr, das war ein Rapper, also einer von den Harlequins. Harlequins, die haben auf einer der ersten sozusagen, die auf amerikanisch gerappt haben hier, aber auf dem guten, also die waren nicht scheiße, so. Weißt du, was ich meine? Die haben nicht dieses Maserfaser, Hauptsache Motherfucker, irgendwie so. Die hatten was richtig drauf, so. Die hatten auch eine Clique, die ist KMC. Und die haben da schon früh angefangen zu reißen, schon in 91, 92 haben die schon angefangen. Und die hatten echt was drauf und die hatten auch einen Deal bei Universal. Die waren auch viel in Amerika, die haben da auch gelebt und hin und her. Und die haben schon damals Connecte gemacht mit Onyx und mit damals irgendwie Public Enemy und Hank Shock Lee und Def Jam. Aber die meinten, die wollten die damals nicht haben, weil die meinten immer noch, die hatten diesen Nazi-Film im Kopf. So. Alles, was deutsch ist Adolf Hitler so. Wollten nicht mit denen arbeiten. Und dann sind die zurückgekommen und haben dann probiert, es hier zu reißen. Krass. Und haben es dann auch hier, die hatten einen großen Hit, der hieß What Time Is It? Mit diesen, wenn ich dir zeige, mit diesem krassen Sample. Da hast du alle gesehen mit den BMWs draußen auf dem Kudamm, immer mit diesem Sample, also mit diesem Song. So ein Elektronik-Ding, so. Aber war geil. Krass. War geil. Und der hat mich dann unter seine Fittiche genommen, meinte, komm, wir machen jetzt so, lass mal so probieren, hier, dies, das. Und dann bin ich immer tiefer in den Sumpf. So in diesen Hip-Hop-Sumpf, so, ja. Diesen Rapper-Sumpf. Ja. Und dann hat irgendwann Schock angefangen. Und so weiter und so fort, dann die Disserei, Agro Berlin und weißt du, der Rest Filme. Ist Geschichte. So. Ja, normal, Digga. Ja. Normal. Dann kam Jugo-Betrug. Normal. Und seit wann lebst du von dem Shit? Also seit wann hast du gesagt oder gemerkt, so ey, geil, Digga, das kann ich jetzt zu meinem Hauptberuf machen? Oder hast du die Entscheidung vorher für dich getroffen, ich gehe jetzt all in, Digga, ich mache jetzt Musik, bis ich... Eine Zeit lang war all in, aber ich war leider ein sehr undisziplinierter Künstler sozusagen. Ich habe mich viel zu viel auf diesen anderen Film eingelassen mit hey, komm mal hier, lass mal hier, wenn du ein bisschen bekannter wirst, dein Telefon klingelt, irgendwelche Leute wollen was von dir, wollen mit dir rumhängen, wollen machen. Ich habe mich einfach zu viel mitreißen lassen. Weißt du, was ich meine? Mm. Und hab damals nicht eigentlich verstanden, was die Köpfe von Schock wollten von mir. Hey, komm mal mehr hier, mach mal so, geh mal lieber zum Sport, mach mal so. Ich war lieber draußen. Die wollten dich auf den geraden Weg so pushen, ne? Ja, dass ich mehr arbeite, aber Rock'n'Roll, zu viel Rock'n'Roll gemacht. Weißt du, was ich meine? Und dann total Undisziplin. Disziplin ist in diesem Geschäft das A und O. A und O. Ich glaube, bei jedem Geschäft, was man macht oder wenn man was erreichen will, Disziplin. Ohne Disziplin kannst du knicken. Du darfst niemals aufhören, Bruder. Nee, und ich habe das dann auch immer wieder gemacht und so. Und mein Herz ist auch bei der Sache. Und dann kamen einfach Schicksalsschläge, wie das, das wissen die meisten, dass Bigs dann gestorben ist. Und dann durch Krebs. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Mein Beileid, Bruder, auf jeden Fall. Ja, Bruder. Und so hin und her. Hoch, runter. Warst du dann? Ich habe 5 Kinder raus, zu Hause oder? Auch, weißt du, was ich meine? 5 Kinder. Das ist keine Entschuldigung, das ist eher ein Grund, noch mehr zu hustlen. Aber das Geld war mir nicht zu sicher. Weißt du, was ich meine? Bei Musik ist das nicht so ein sicheres Ding, bis du dein Geld kriegst. Bis du das, du musst ja die Leute ernähren. Also war ich auch wieder arbeiten, da habe ich auch wieder andere Sachen gemacht. Weißt du, was ich meine? Street, ja? So hin und her. Das war immer ein Kampf, weißt du? Dann fiel auch wieder Alkohol, wieder zurück. Nein, scheiß das. Und Chaos mir selber gemacht, weißt du, was ich meine? Mir selber. In der Zeit hätte ich sowas wie so ein Bix oder jemand, der, sag ich mal ehrlich, egal wie alt ich bin, jemand gebraucht, der mir gesagt hätte, hey, komm mal klar, Lan, was ist los mit dir? Hatte ich auch 1, 2 Freunde. Aber das ging auch dann wieder in eine andere Richtung. Also ich muss offen, habe ich noch nie gesagt, jetzt sage ich zum ersten Mal, ich hatte wirklich ein riesen Alkoholproblem. Das ist so, was mich am meisten gefickt hat, dieses scheiß Alkoholding. Aber nicht jeden Tag, ich habe zu Hause nicht getrunken, ich habe zu Hause keinen Alkohol gehabt. Aber wenn ich draußen war oder irgendwo oder Party, ich ein Bier, 2 Bier oder mal das so, weißt du, was ich meine? Und dann Stopp. Bei mir, ich wusste kein Stopp, scheiße, weißt du, was ich meine? Bis die Leute auch sagen, welche reicht, was ist das mit dir? Weißt du, du machst dafür eine Sekunde, trinkst du dir den Kopf schön, weißt du, und alles ist heile Welt.
für 2-3 Stunden am nächsten Tag noch 1000-mal schlimmer alles. Weißt du, was ich meine? Wo kam das her, deiner Meinung nach so? Also wo kam das her, dieses Problem, dass du ein Problem damit gekriegt hast? Gab es einen Grund, warum du... Ich kann irgendwas wegballern, so, weißt du? Wolltest du irgendwas... Ach, ich glaube, alles. Ich glaube, man lügt sich da selber einfach an, ganz offen. Bis man sich selber sagt, dass man wirklich ein Problem hat. Mhm. Man muss auch ehrlich zu sich selber sagen, Scheiße, ich habe ein Problem, Mann. Ich habe ein Problem mit Alkohol, fuck. Wenn die Scheiße einmal nur meine Zunge berührt, ja, noch eine, noch. Und dann ist auch alles happy. Aber das ist eine Fake-Happiness oder ein Fake... Das ist der Zustand, Digga, das ist ja nicht echt. Das ist nicht echt, weißt du, was ich meine? Und so. Und bis das irgendwann dann auf andere Sachen auch dann Probleme bringt, wie Disziplin. Du kriegst deine Sachen nicht gebacken, du kriegst das nicht gebacken. Du kommst zu spät zu Interviews, du kommst, weiß ich, nicht richtig angezogen. Oder du riechst, die Leute merken, das ist peinlich, so, weißt du, was ich meine? Aber ich habe das mittlerweile im Griff. Ich muss offen sagen, ich trinke noch ab und zu, aber ich habe mich gebessert, so. Aber ich will, dass es komplett so weggeht, weißt du was? Dass es dich nicht unter Kontrolle hat. Ne? Ja, nee, ich will gar nicht mehr so. Aber es ist, der Teufel ist immer noch in meinem Kopf und spielt damit und ja und nein. Und es ist ein Kampf so. Und ja, Mann, ich war auch beim Arzt, hab mich testen lassen, so, lass mal checken alles. Und weil man denkt ja, wow, du hast viel getrunken, lass mal Leber checken, hier, dies, das. Die meinte, ist alles super, alles perfekt. Keine Krankheiten, wie ein, wie sagt man das, junger Hengst, so, weißt du was, weil alles noch läuft. Alles stabil, so. Alles stabil, alles top, so. Es gibt natürlich 1000-mal schlimmere Leute als ich, weißt du was ich meine, die jeden Tag von morgens bis abends trinken und zu Hause trinken und ja, da trinken. Natürlich, aber für mich war schon das schon zu viel, weißt du was ich meine. Schon gut, dass du auch hier sitzt dann und dich im Endeffekt für dich selber dafür auch gerade machst, Digga, und sagst so, ey, ja, es gibt schlimmere so, ja. Aber ich für mich hatte ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Problem damit so, weißt du, ja. Ich muss damit dealen, Digga, das fuckt mich ab, Digga, das zieht mich hier und da mal runter so. Ich muss das auf die Kette kriegen, sonst krieg ich mein Life nicht auf die Kette so. Auf jeden Fall, Mann. Ich hab das auch durch, Bruder. Ich hab 12 Jahre lang jeden Tag gebufft, so, weißt du? Ich auch, 15 Jahre. Wo ich aufgehört habe zu buffen, kam dann irgendwann, dann kam diese Kacke. Ja. Ich will keine Drogen verherrlichen, am besten nimmt gar nichts. Gar nichts, 0,000. Beste Droge wäre Wasser. So. Aber wenn ich wirklich hart auf hart, wenn ich jemand sagen könnte, dann lieber smoke. Da bist du immer noch am Start irgendwie und kriegst noch was mit und hier und da so. Ja, Bruder, ich sag immer, es ist immer die Maße, Digga. Die Maße machen es aus, Bruder. Und vor allen Dingen, was ich am aller wichtigsten finde, ist einfach, dass dich nichts unter Kontrolle hat. So, dass du selber deine Kontrolle verlierst wegen dieser Sache, so, weißt du? Und ich habe das bei mir gehabt, Bruder. Ich konnte das selber nicht mehr steuern. Ich habe gedacht und gefühlt, ich brauche das, um überhaupt am Start zu sein, so, weißt du? Also hat mich das unter Kontrolle gehabt, Mann. Ich habe immer, wenn Ott langsam leer gegangen ist, Bruder, schon Filme geschoben, Dicker, rumtelefoniert, hier, da, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, geschwitzt, Bruder, kriege ich noch was am Start heute oder nicht, Digga, so mäßig, weißt du, was ich meine, so? Und an so Punkten merkst du einfach, wie der Scheiß dich unter Kontrolle hat, Bruder. Und wenn das der Fall ist, ist immer schlecht. Mhm. Egal bei was. Ob es Alkohol ist, ob es Drogen ist, ob es Frauen sind, ob es egal was ist, Bruder, wenn du abhängig bist und das dich unter Kontrolle hat, Bruder, musst du es loswerden. Auf jeden Fall. So. Man muss dann schnell die Handbremse ziehen, weißt du? Ziehen. Und, wie gesagt, Mann, das, im Endeffekt ist das alles... Ich kann niemand die Schuld geben. Nein, man muss den Fehler bei sich, weil man kann nicht sagen, es ist das passiert und deswegen habe ich das gemacht und das. Nee, am Ende des Tages. Wichtig ist, dass man eigentlich auch jemand hat, mit dem man reden kann. Mhm. Wie schwul das auch klingt für andere oder wie, was weiß ich, soft oder so. Aber wenn man das alles in sich reinfrisst und du traust dich nicht, mit den Leuten zu Hause darüber zu reden, weil du denkst, du machst denen mehr Sorgen oder du zeigst dann einem Kumpel die Schwäche, wenn du ihnen das sagst. Nein. Ich denke, wenn man einen Freund hat, wenn man ihn wirklich einen Freund nennen kann, dann müsste man, dürfte man, sollte man mit ihm über alles reden können. Wie zum Beispiel, alter Bruder, ich glaube, ich habe ein Problem, scheiße. Wenn ich rausgehe, mein erster Gedanke ist, wo können wir Party machen, wo können wir was, oder wo können wir was trinken oder dies oder, weißt du, was ich meine? So, und dann denkt man, ich fress das in mich rein, ich schaffe das alleine. Ich denke, es ist nicht verwerflich oder nach Hilfe zu fragen. Ich habe noch keine Hilfe verlangt oder so, aber ich denke, dass ich schon mit jemand reden konnte, das hat mir schon gut getan, weißt du, mit irgendeinem Bruder von mir, sagen, ich meine, ja, Welli, stimmt, das reicht langsam mit dir, ist nicht gut mehr, so, dass man es auch selber sich zugibt, so, weißt du, was da hast du schon 2 krasse Schritte gemacht, Digga. Ich finde, dass man selber einzugestehen und dann noch mit jemandem darüber zu quatschen, so, ist sehr viel wert, Bruder, ist so, und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Leute, ihr müsst, wenn ihr das Gefühl habt, so, das ist bis hier und ihr denkt, ihr kriegt das alleine unter Kontrolle, ist gut, wenn ihr das auch schafft. Aber wenn ihr merkt, ihr lügt euch ganz ehrlich, ich schaff das schon, ich krieg das und nein, ihr müsst mit irgendjemand reden. Man muss das irgendjemand auskotzen. Nicht reden, dass der dir irgendwas
Das nur jemand, dass jemand zuhört. So. Das Ohr muss da sein. Dass man das nicht mehr in sich reinfrisst. Das ist wie ein Krebs, weißt du, was ich meine? Keiner, du denkst, keiner weiß, die anderen wissen es natürlich, aber du musst auch jemand sagen können irgendwie, weißt du, was ich meine? So ehrlich deine Gefühle einfach so äußern. Ja, ja, weißt du, scheiße, ich gehe unter. Das ist voll wichtig, Mann, das ist voll wichtig, Bruder. Das, das zeichnet auch eine wahrhaftige Freundschaft aus, Digga, wenn du wirklich mit deinen Jungs oder mit dem Jungen oder mit deinem Bruder über alles reden kannst. Kannst egal, was ist, egal, welche Grenze überschritten ist oder welche Dings ist so, deine Brüder müssen immer da sein, Bruder, weißt du, was ich meine? Ja. Die müssen dir immer helfen, wenn du ein Problem hast, wenn du ein wirkliches Problem hast, so, weißt du? Es waren auch welche da, die wollten mir helfen, aber ich wollte das nicht wahrnehmen. Ja, das fängt ja erstmal bei dir an. Ja, weißt du, nein, ich krieg das hin, ich mach schon, Mann, das ist gar nichts. Ich hab nicht unter Kontrolle, ich weiß, was ich mache. Da bist du sogar manchmal sogar dann aggressiv oder so. Ich kenn das doch selber, Dicker. Dann sagst du so, ey, was laberst du, Dicker? Ja. Was willst du hier bei mir? Denkst du, ich bin ein Junkie oder was? So. Fühlt man sich angegriffen nach Freischau. Ja, aber voll. Ist nicht so. Man muss sich das irgendwann eingestehen, weil desto mehr ich jetzt diese Interviews mache, immer wieder, warum machst du nicht, warum? Ich sage mal, undiszipliniert. Dieser scheiß Licker auch. Weißt du, was ich meine? Lieber feiern. Was für feiern? Das sind 2 Stunden, wo du ein bisschen trinkst und dann am nächsten Tag bist du der Letzte. So. Der Scheiß ist nicht echt, Bruder. Nein, das ist nicht. Das ist ein Film. Lass mal die Finger davon. Das ist ein Film, Bruder. Ja. Das ist einfach nur ein Film, der dich geil macht, Digga, weil du denkst, geil, Alkohol, Frauen, Party, dies, das, bla bla bla. Der Lifestyle, den du immer leben wolltest, quasi so. Gerade wenn du von nix kommst und dir ein bisschen was aufgebaut hast, so, den ersten. Genau dann muss man am vorsichtigsten sein. Den ersten Erfolg hast, Digga, die erste Patte kommt. Die erste Scheiße kommt einfach so. Weil ja, dann kommt doch, dann kommen die Leute, dann kommt der Teufel. Der Teufel, da kommt, Bruder. Die Tür geht langsam auf, so. Telefon klingelt nonstop, der, hey, hast du hier, willst du kommen? Ha, hu, hu. Dann von einmal ist nichts mehr. Ist nicht einfach, Bruder. Dann, Telefon ist tot, klingelt nicht mehr. Ja, ja. Klingelt nicht mehr, denkst du, was ist jetzt von einmal los? Dann warst du cool, jetzt nicht mehr so. Deswegen, ich scheiß auf das alles. Ich mache Musik für mich in erster Linie jetzt gerade oder auch so, weil ich habe noch Spaß bei der Sache. Ich mache die Tracks, die ich machen will. Natürlich probiere ich es, wie ich meinte vorhin, das moderner zu halten und so. Weißt du, was ich meine? Und das, wenn man das jetzt noch auf die richtige Bahn lenken kann, mit irgendein gutes Team arbeiten kann, so, dann desto besser. So. Weißt du, was ich meine? Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste, Bruder. Viel Erfolg, Digga, und Respekt, Digga. Und ich hoffe und wünsche dir auch, dass du die ganze Licker-Scheiße und diese Alkohol-Scheiße... Nee, ich habe das schon viel besser im Griff, tausendmal. Geil, Bruder. Aber am liebsten wünsche ich, dass das auf null kommt. Ich wünsche dir viel Kraft bei dem Shit, so. Weißt du, was ich meine? So, ich fühle das, Digga. Ja, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, Bruder. Ich schwöre auf alles, Digga. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Intro hier an der Stelle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Mal wieder vor euch am Start hier im Café. Heute Special Guest, alter OG-Legende, Cracker Valley is in his bitch, man. Auf jeden Fall. Jugo Betrugo Irin, motherfucker. Jugo Betrugo Irin, Alter. Was geht ab, der hat noch gefehlt in deiner Irinin. Ja, safe. Jugo Betrugo Irin ist da, Bruder. Auf jeden. Scheiße, Bruder. Haben wir es geschafft, haben uns hier versammelt hingesetzt. Endlich, Mann. Geil, Alter. Geil. Ich freue mich. Bevor wir weitermachen, Bruder, ich mache eine kleine Insta-Story. Auf jeden. Damit die Leute Chance haben, noch eine Frage zu stellen. Auf jeden, Mann. In dem Interview. Ey, ich kenne deine Filme. Ich guck mir deine Interviews an. Ich weiß, wie das abläuft. Hast du ein paar reingezogen, ja? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Was waren so deine Top-Dinger, Digga? Ich würde jetzt auf die 1 das mit Manuelsen packen. Das letzte mit Manuelsen. Ich glaube, es ist schwer zu toppen. Dieses Café-Ding, wie auch einfach so, weißt du. Ich schwöre, Beste. Beste. Ist geil. Ja. Yes, yes, yo, Freunde. Mal wieder vor euch am Start hier im Café. Und guck, wen wir hier haben, Freunde. OG. Cracker Valley, man. Alles klar? Alles cool, Digga. Alter. Stellt hier eine Frage oben rein, Freunde. Komm ins Café, wir müssen reden, du weißt Bescheid. Bra! Mal sehen, was für Fragen kommen, Alter. Ich bin auch mal gespannt, Bruder. Ob die jungen Leute überhaupt Bescheid wissen, wer da ist, Digga. Oh, ich weiß nicht. Die ganz kleinen Youngsters, ich glaube, ich weiß, die wissen nicht mehr. Vielleicht wenn dann von den älteren Brüdern. Von den OGs, sagst du? Ja. Guck mal, Feuer bitte. Wen feierst du ab, Digga, von den neuen Leuten? Von den Youngsters? Ja, von den Youngsters. Von den Hardcore-Youngsters? Ja, so die jetzt gerade abreißen. Ferro. Ferro Max. Geil, Digga. Ferro Max. Ist auch einer von meinen Lieblingen von den neuen, Digga. Ja. Geil. Ferro, Mero auch. In der Stimme auch, wa? Ferro? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mero kann ich mich nicht mehr retten zu Hause. Mein Sohn nonstop. Ich gehe rein zu Hause, Mero läuft. Ich gehe von zu Hause, Mero läuft. Der ist jetzt 17. Aber ist genau sein Ding so, weißt du, was ich meine? Und Ferro läuft und... Du persönlich noch? Hast du noch ein paar auf dem Schirm, Digga? Vielleicht aus Berlin so auch? Auch von den Youngsters? Ja. Oh Mann, da fragst du mich jetzt was, Alter. Berliner Youngsters, Bruder, wer sind die Neuen? Oh Mann, Alter, nicht, dass die sauer werden, Alter. Nein, Bruder, so wie du jetzt gerade im Kopf hast, Digga, weißt du? Ich kenn das selber. Dann so eine Frage im Interview, manchmal verliert man so einen Namen aus dem Kopf. Da ist jetzt ein Junge aus Kreuzberg. Aber der macht nicht diesen modernen Film, ist ein Youngster.
Aber der, von meinem Kumpel Hamudi. Scheiße, ich hab seinen Namen verpellt. Ich hab den letzten gepostet. Mir fällt es später nochmal ein. So. Sonst, ich glaube, wem noch von den Youngsters? Nein, Mann, das sind so. Also, abgesehen jetzt von Nimo. Nimo ist nicht mehr der Youngster. Nimo ist so, würde ich sagen, ganze Zeit der Vater von diesem ganzen Ding. Wenn Nimo nicht wäre, dann wäre dieses ganze Ding nicht, glaube ich. Nimo war der Erste mit diesem Style, der den gebracht hat. Danach haben die doch alle ihre, weißt du, was ich meine, ihre Filme gebracht und genauso gerappt wie Nimo. Und er hat so eine ganz neue Szene. So. Er hat so, wenn Nimo nicht wäre, dann wäre das alles hier nicht, glaube ich. Dieses Mero, Ferro. Er hat schon ganz viele Filme aufgemacht, Digga. Er hat diesen Film aufgemacht. Ich würde so ein paar Namen da nennen, Digga. Ja. Ich würde Nimo sagen, ich würde KMN Gang auf jeden Fall auch sagen, Bruder. Ich würd Shindy auch sagen und so. Das sind so für mich die, so die Ersten, die so diesen neuen Film so aufgemacht haben, so, ne? Jeder auf seine Art und Weise so. Nimo, er den Film, den du gesagt hast. So. Ja, für die, ja, weißt du, für die schnellen Rapper. Genau. Für den Film so, ich muss Shindy immer wieder Props geben, Bruder. Shindy ist krass. Weil er hat damals auch so dafür gesorgt, dass Deutschrap ein bisschen cooler geworden ist, so, ne? Dass auch Ollen hat diesen Swagger reingebracht. Genau, dass Ollen noch angefangen haben zu sagen, ey, geil, Deutschrap, dies, das, bla. Ja, und so. Die Leute, die nicht Deutschrap gehört haben. So. Shindy, dies, das, bla. Aber Pac hat immer gesagt, Pac meinte, wer kauft denn die CDs? Jungs? Das sind die Mädchen. Deswegen vielleicht ein Oberkörperfilm. Weißt du, frei Oberkörperfilm. Er meinte, am meisten kaufen die Mädchen. Und ich glaube, bei Nimo war das auch so. Wenn du beim Nimo-Konzert gehst, erst ein 10 rein, erstmal alles Mädchen. Ja, wie bei Contra. Und Nimo auch persönlich, richtig cooler Typ so. Das ist ein guter Junge. Ich mag ihn, ja. Ich kenne ihn noch bevor, also von den Konzerten, wenn Chilo und Abdi hier war. Cooler Junge. Und der hat richtig gerissen und ich gönne ihm das. Ja, Digga. Ich gönne ihm das. Ist so. Der hat eine ganze Szene losgetreten. Der hat einen ganz eigenen Style aufgefahren, auch wenn er diesen Franzacken-Film mit draufgenommen hat, aber die haben jetzt noch mal ihren türkischen Film raufgehauen, aber der hat so, wie sagt man das, der hat den Ball so ins Rollen gebracht für die neue Generation. Und es gibt so einen anderen Jungen, den habe ich letztens gesehen, der rappt so schnell, Alter, Shubi a cappella. Ja, Dicker. Maschine. Frankfurt, da? Ich weiß nicht, ob er aus Frankfurt ist. Muss Frankfurt sein, ja? Ist auch mit einem, mit einem Produzenten, den ich kenne, auch schöne Grüße gehen raus, à la CAZ. Der hat auch mit ihm schon so ein paar Nummern gemacht, dies, das, bla und so. Frankfurt, Bruder. Ja, krasser Junge. Ich habe mir alles bei ihm auf Instagram Dicker, 16 Jahre, dies, das, bla, ja. So. Maschine auch, wirklich krass. A cappella. Ja, Dicker. Er ist auch mit Nimo und so unterwegs, Bruder. Ja, habe ich auch mitbekommen. Von dem würde ich gerne mal was hören, ja? Also jetzt so Video raus. Kommt, glaube ich. Ja? Kommt, glaube ich. Gibt es keinen Weg vorbei. Gibt kein rechts, links, Bruder. Ja. Vielleicht noch ein bisschen abwarten, wer weiß. Ja. Keine Ahnung, Digga, wie die den Film für sich so fahren wollen, so, ne? Was hast du heute Morgen gepumpt? Hast du heute schon was gepumpt? Bruder, ich pump gerade sage ich dir aktuell, ne? Kann ich dir genau sagen, was für Lieder ich so heute gepumpt habe, Bruder? Warte. Ich pump von UFO gerade. Okay. Dieses Iraner Scheik Ding. Fühle ich irgendwie auf eine krasse Art und Weise so. Habe ich noch nicht von mir reingezogen. Keine Ahnung, Digga, gib mir was. Samra? Samra, ja. Samra, auch sehr souveräner Rapper. Loredana, Bruder, diesen Labyrinth-Song. Ich schwör's dir, Bruder, den habe ich mir vorhin reingezogen. Ich habe gedacht, wenn du das nicht feierst, dann weiß ich auch nicht, Bruder. Ich kenne den Song nicht. Kenn ich nicht. Das ist geil. Auch der Beat ist aber auch nicht zu neu, aber nicht zu alt. Bruder, das gerade dieses pumpt mich Mittelding. So, pumpt mich OG-mäßig, Digga, eher so. Weißt du, was ich meine? So, ist so ein Song, Digga. Klingt ein bisschen nach den mittleren 2000ern vom Beat her. Weißt du, was ich so, meine? So, klingt, ist für mich auch ein Sound, Digga, so, wo ich sage, der gibt mir die Filme von Eve damals so, ne? Wo ich zum ersten Mal, Eve war so die erste Frau im Rap-Game damals so, wo ich wirklich dann auch fahren konnte mit Fenster unten und pumpen, so, weißt du, was ich meine? So eine Rough Riders. Ja, genau. Ja. So, dieser Eve, dieser OG-Dogs, aber als Frau, so. Weißt du, was ich meine? Also, sie gehört zu den Starken auf jeden Fall. Und die gibt mir denselben Film, so. Also, da kann ich auch mit rumfahren, kann ich pumpen, Digga. Laut. Ja. Hier in Berlin. Kann ich fahren, kann ich hinterstehen. So, ich habe mir noch nicht so viel von ihr gegeben, so, aber ich habe. Gib mir einen geilen Vibe, Bruder. Ich habe nichts gegen Frauenrap, so, aber ich bin.
Ich bin da schon ein bisschen aufgetauter. So, weißt du, was ich meine? Nicht mehr so ganz eiskalt gegen Frauenrap so. Aber ich glaube, bei mir muss noch ein bisschen mehr Klick machen wegen diesen Frauenrap-Geschichten. So, weißt du, was ich meine? Ja? Mir ist das immer noch so, ja, wenn ich immer die Wahl habe, dann natürlich lieber unsere Jungs. Weißt du, was ich meine? Ja, das war bei mir damals auch so. Und wie gesagt, dann habe ich diesen Film für mich entdeckt mit Eve, durch Eve, Digga, so, dass ich gesagt habe, Bruder, krass, die können auch einen geilen OG-Shit bringen, so, und das... Ich glaube, die ist auch OG, Mann. Die ist, eine, die ist OG, Gangster, Bruder. Safe, Digga. Und das die catch, straight Gangster. Das catcht mich auf eine andere Art und Weise, so, weißt du, was ich meine? So, ich finde das dann geil. So, ich feiere das, Digga. Ja, die ist real. Cool. Ja. Ich finde es cool, Digga. Ja, hat die nicht gerade Stress? Oder hat die noch Stress? Ja, oder ja, ist ja vorbei, oder... Weiß ich nicht, aber viel passiert. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Mann. Mhm. Ich wünsche dir einen guten Anwalt. So? So. Ja, muss es ja, ich weiß nicht. Man hört nur durch die Medien, aber was wirklich da los ist, weißt du weiß nur sie. Weißt ja, du? So, genau. Aber trotzdem, ich wünsche dir alles Gute, Mann. Ja. Alle sind am Machen, Digga, geil. Geil, Bruder, geil. Wie begegnen dir junge, die Youngsters, Bruder? Also jetzt auch ein paar Namen, die wir vielleicht gerade aufgezählt haben und so, ne? Wenn die dich irgendwo sehen und so, kennen die dich, Bruder? Reden die, fragen die dich ein paar Sachen so, ey, Bro, geil und so, dies, das, bla, oh, damals so, dies, von den das. Ganz neuen, die ich jetzt genannt habe. Schon mal ein paar getroffen so? Noch nicht. Also ich habe einen Mero noch nicht getroffen, ich habe einen Ferro noch nicht gesehen so. Nemo kenne ich ja schon von vorher, der weiß Bescheid so, alles cool. Von den Youngsters habe ich noch nicht so viele getroffen. Du weißt gar nicht, wie du so auf dich reagierst. Und, ne? Wie die keiner, ich weiß nicht mehr, ob die mich kennen. Keine Ahnung, aber ich bin da auch nicht so auf dem Selbstverständlichen. Und auch wenn mich jetzt keiner so erkennt oder irgendwas, ich bin nicht auf diesen... Da wissen die nicht, wer ich bin und so. Ich fick die, wer sind die und so. Weißt du, was ich meine? Gibt es doch diesen Film. Wo ich Musik gemacht habe, haben die sich in die Dings. Nein, ich bin da ganz entspannt. Weißt du, was ich meine? Ist eine andere Zeit, ist eine schnellere Zeit. Die Jungs bringen jeden Tag irgendeinen Song raus. Weißt du, was ich meine? Bei uns, du weißt doch, unsere Zeit. War alles viel langsamer. Schon für unsere Zeit eigentlich schnell, aber heutzutage, mein Gott, Alter. Die liefern und machen und machen. Und die sind stark, die Dinger. Die sind stark, Mann. Und es sind auch noch, muss ich ehrlich sagen, Kanacken dazu. Weißt du, was ich meine? Die ist so eine primitive Scheiße, einfach nur mal raufgekackt, wie viele tausende Rapper wir hatten hier, die alle anfangen wollten zu rappen. Sagen, wer sind die? Ich fick die, weißt du, was ich meine? Was die können, kann ich schon lange, aber am Ende kommt immer nur Dreck bei raus. Mhm. Und die sind alle, die können was richtig. Die liefern ab, ne? Die liefern ab und die können was. Die hustlen, Digga. Und die spitten und jetzt diese ganzen, jetzt ist ja diese Szene losgetreten, wo die alle vom Auto, vom Auto stehen und dann anfangen zu rappen, so, weißt du, was ich meine? Und so ist eigentlich wie für Universal oder für irgendwelche, egal, Talentsucher. Okay, wo ist der Nächste, der vom Auto rappt? Der hat so viel Klicks, Bruder, ist so, der hat noch kein Signing, so, lass mal den sehen. Deswegen sage ich, das ist doch geil, Digga. Hier in Deutschland entwickelt sich gerade so eine richtige Rap-Kultur, Digga. Weißt du, was ich meine? So die Kids fangen an schon im Auto zu rappen, dies, das, bla bla bla. So wie damals in der Hood, Bruder, auch in Amerika, Bruder, alle haben gerappt, so, weißt du? Draußen hat man sich gefreestylt, hat man dies, das. Heute natürlich die Möglichkeit, ein Handy drauf zu halten und direkt hochzufetzen, so. Aber ich finde es geil, Digga, dass sich jeder neue Heranwachsende mit der Kultur und mit dem Thema Rap und Hip-Hop beschäftigt, so, weißt du? Ja, ich weiß. Na, guck mal, damals war es ja was ganz Besonderes, wenn so ein Youngster kam, wie so einer. Von Wu-Tang gab es diesen Shaheen oder Criss Cross oder The Youngsters. Oder damals oder Bow Wow. Lil Bow Wow. Aber heutzutage, jetzt für deutsche Verhältnisse, ist es ja gar nichts mehr Besonderes. Jetzt sind ja nur noch Youngsters. Desto jünger, desto besser. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da kommen wir uns schon, also ich bin sowieso von der älteren Generation, aber sollen da so ein jemand, der mit 25, 26 anfängt, der denkt ja schon, scheiße, ich bin selbst bald ich, Alter, ich bin ja 29, so, ich bin ja zwischendrin quasi, so, weißt du? Ich bin nicht ganz so alt wie du, Dicker, aber ich bin auch kein Youngster, so richtig Young Youngster, so. Ja, ja. So, ich bin so zwischendrin, so, ne? Ja, ja. Jetzt, ich weiß nicht, wie die A&Rs aussehen. Ich fühle mich selber schon alt manchmal, Dicker. Ey, weißt das du? Ist manchmal nicht so schlimm, es kommt drauf an, nein, wenn cool, du dich Digga. Knochenalt fühlst. Nee, ist nein. Nicht so. Nein, nein, nein. So, ich meine, aber ich, im aber Kopf, ich bin 18, so, weißt du? Und dann sehe ich aber jemanden, der so jetzt wirklich 18 ist, Dicker. Und gerade schon voll am Abreißen ist im Rap-Game und so, dies, das, bla, bla, bla. Ich bin 29, 10 Jahre, 11 Jahre älter, so. Kommt man sich dann schon so, okay, krass, Digga. Ja, nee, man, wenn du diesen jungen Typen bei dir, der darf, das ist diese, am Herzen dieser junge Kerl, der darf nie richtig aussterben. Nein, auf keinen Fall. Weißt du, was ich meine? Ja, weil ich kann immer noch so viel faxen und rumspasten und machen, noch schlimmer als die, weil die mich angucken und sagen, was mit dir? Komm mal, weißt du, was ich meine? Mein Sohn, der ist schon manchmal viel zu ernst. Sagt, Mann, du bist 17, komm mal, weißt du, was ich meine? Spann dich mal ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Nein, Tattoo, du bist voll peinlich und so. Hör mal auf da und sag, was mit dir? Komm mal ein bisschen runter. Spann dich mal, Alter. Weißt du, was ich meine? Also, die sind alle, manche von denen viel zu ernst, werden auch zu schnell erwachsen. Mhm. Zu schnell Verantwortung. Natürlich, wir hatten damals auch unser Money-Money-Ding bei Schock und über Geld geredet. Aber es war mehr dieses Streetlife.
ich fick dich, mach keinen Faxen, Tribunal, bum bum bum. Mehr dieses Hustle, dieses Eklige so. Heutzutage, alles muss Versace, Gucci. Ist ernst, ne? Ist ernst, jeder kommt mit dem Batzen, die hängen alle mit ihren Taschen. Mein Sohn, wann kriege ich mein erstes Gucci-Cappy? Ich sag, du bist 10 Jahre alt. Dann holt ihn sein Kumpel ab, kommt mit einer Gucci-Tasche. Ich sag, du bist 10 Jahre alt, was soll die Kacke? Ich hol dir doch keinen scheiß Gucci-Kack, Mann, jetzt. Was sollst du denn mit einer Gucci-Tasche? Was machst du denn da rein? Mein Handy? Ich sag, mach dein Handy in die scheiß Hose, Mann. Weißt du, was ich meine? Also, natürlich, es fängt auch früher an jetzt. Weißt du, die Kids haben früh ein Handy und die fangen jetzt an, früher auch die Jüngeren zu hören, die Jüngeren. Und die wollen alle Versace und die wollen die Batzen und die werfen auch mit dem Geld rum und das ist eine krasse Entwicklung. Alle wollen jetzt, ich meine, sein Geld zu machen ist wirklich wichtig und zielstrebig zu sein, aber die Jungs werden zu früh erwachsen. Krass, bisschen krass. Dieses Kindliche muss noch sein, aber alles, wie darf jetzt eigentlich so machen? Den Film hatten wir halt damals nicht, ne? Wir haben natürlich auf MTV mit uns die ein oder anderen Videos reingezogen und gedacht, geil, wir wollen auch so sein, aber so, dass wir das so nahrhaft, wie die das jetzt auf Instagram haben, Insta-Story, Dicker, und jeder flex mit Gucci, jeder macht so, jeder macht dies. Und zeigen die Batzen immer, schön alleine die Batzen filmen. So, diesen Einfluss hatten wir ja damals gar nicht, ne? Das gibt so einen Druck auf die neue Generation. Und wie? Das Krasse ist, du als Vater jetzt aus einer Perspektive auch, aus einer ganz anderen Perspektive als wir damals für uns so, sondern du musst jetzt als Vater deinen Sohn, krasser Film, Digga. Also, ja, mein Sohn ich stell mir das gerade vor, Maschine, ne? Mann. Der ist so ziel, also was Gutes, ich bin stolz darauf, der ist sehr zielstrebig. Aber ich sag, ey, spann dich mal, komm mal ein bisschen runter mal oder so. Nein, ich muss hier, ich muss da, dann muss ich zum Fitness, da muss ich so, dann muss ich so. Dann kommt er um 10 Uhr nachts nach Hause, er muss noch essen, dann schläft er, nächsten Morgen erst schon wieder weg. Dann wieder so, dann wieder, ey, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da. Ich sag, ja, wann kommt der? Bumm, er muss hier, er muss da, er muss. Weißt du, was ich meine? Die sind alle mit diesem Telefon, mit diesem Druck, mit diesem. Jeder muss was schaffen, ist gut. Aber Junge, ihr müsst doch mal entspannen, mal. Leben. Leben ein bisschen in der Zeit, weißt du, was ich meine? Ich habe ihnen auch gesagt, okay, wenn du dich jetzt mehr anstrengst, mach keine Party zu viel, mach kein Ding so. Du strengst dich jetzt diese Jahre an und dafür kannst du später im Leben besser arbeiten, leben. Wenn du jetzt Party machst und alles verkackst, dann das Rest deines Lebens Gurke. Lieber streng dich jetzt an in den jungen Jahren, wo du kannst, und dann hast du später ein gutes, langes, mehr sicheres Leben, weißt du? Mein Fehler war zu früh Action, weißt du, was ich meine? Ich war draußen, seit ich 11 bin. Und nur Faxen und Faxen und Faxen und... Erzähl mal ein bisschen von deiner Kindheit, Bruder, von deiner Jugend und so, dies, das. In welchem Stadtteil bist du groß geworden? Charlottenburg. Aber ob die Leute mir nicht glauben oder nicht, ich bin in Zehlendorf geboren. Zehlendorf geboren. Einer von den wenigen Kanaken da, weißt du, was ich meine? Gab es auch viele Asylantenheime bei uns, da hat man auch so connected, weißt du? Westen ist Zehlendorf Westen oder Osten? Westen, das ist straight Westen. Weil da waren ja die Amis stationiert, da waren die ganzen Amerikaner. Die ganzen, du hast morgens mal gesehen, wie die da rumrennen und ihr dieses Jogging-Programm machen, weißt du, wie die rumschreien im Film und so. Ja, normal. Panzers. Das finde ich auch krass, weil du hast ja eben schon ein bisschen so erzählt von Berlin, dies, das, damals, so mit Sprühen, Edding, dies, das, so. Bei uns zum Beispiel, ich komme aus Mannheim, waren halt in der Jugend ganz andere Filme so, weil bei uns waren halt nur Amis fast so. Weißt du, bei uns war halt die Base so, weißt du? Mannheim, Kaiserslautern, Heidelberg, Stuttgart und so, da war die Base so, weißt du? Und unser Einfluss, den wir in der Jugend damals hatten, der war straight up Ami, Bruder. Weißt du, aber so richtig straight bisschen, Ami so. Jeder, wir sind alle mit Long Tees rumgelaufen, alle mit Socken hochgezogen, Bruder. Alle ins Downtown reingesteppt, Bruder, und da irgendwelche Gang-Signs gemacht mit Blood-T-Shirts und rote Flaggen hochgehalten und so ein Scheiß, Bruder. Also wir haben den Film da so richtig krass gelebt, so, ne? Und ich glaube, diesen Einfluss, den wir da hatten, diesen Film, den wir damals gelebt haben, das war ein ganz, 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 ganz anderer Film als den ihr hier in Berlin gelebt habt, so. Ja. So, deswegen finde ich es immer so faszinierend, das auch von euch zu hören, auch bei dem Boogie-Podcast und so, wo ihr ein bisschen erzählt habt, Kreuzberg, Mauer ist gefallen, Nazis sind gekommen, dies, das, bla. Das ist ein ganz anderer Movie als den wir hatten, so. Deswegen würde ich gerne mal ein bisschen mehr davon hören, so. Ja, das nimmt kein Ende, Mann. Keine Ahnung, Mann, Alter. 89 ist die Mauer gefallen, mehr kann ich nicht sagen. Und dann ging's los, Alter. Dann hast du auch mehr gemerkt als Kanake, dass du mehr ein Kanake bist. Weißt du, was ich meine? Ich meine, du hattest schon in der Schule die Lehrerin, die zu Adolf-Zeiten aufgewachsen ist oder irgendwas und dich schon ein bisschen anders behandelt hat. Aber ab 89 hast du das ein bisschen mehr gemerkt, dass du ein Kanake bist als Kind. So. Weißt du, was ich meine? Dass du anders behandelt wirst. Das hast du gemerkt an den Blicken, Mann. Das hast du gemerkt. Keine Ahnung, in der Schule hast du das gemerkt. Du hast das gemerkt draußen. Ich weiß es nicht. Das ist eher so ein Gefühl. Ich kann das nicht wiedergeben. Ich war viel zu klein damals. Weißt du, ich war vielleicht, wie alt war ich noch? 8, 9, 10, aber ich war damals von einer von den Verrückten. Ich war ganz früh draußen. Ganz, ganz früh.
Weil ich hatte nur ältere Freunde. Alle waren immer 5, 6, 7 Jahre älter als ich. Deswegen habe ich auch mal alles früh angefangen. Das, was nicht gut ist. Mhm. Ich habe mit 11 meinen ersten Joint geraucht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann nur verrückte Sachen gemacht. Und keine Ahnung. Wir haben nicht gewohnt im Ghetto, aber durch meine Familie und durch meine Cousins war ich immer im Ghetto. Weißt du? Weil meine Cousins, die haben alle in Kreuzberg gewohnt. Weißt du? Kreuzberg, Schöneberg, Grevestraße, diese Sioux-Ecke, Sprühen und so. Und in Zehlendorf ist da nicht viel los. Wir hatten auch unsere Leute so. Gab es auch unsere Pappenheimer, unsere Verrückten in Zehlendorf. So. Weißt du, was ich meine? Weil wir gerade Asylantenheim da hatten. Viele Araber waren da. Dann kam der Balkan, also der Jugokrieg. Dann, weißt du, was ich meine? Mhm. Und die Schulen und so. Bei uns, wir hatten auch viele Verrückte in Zehlendorf, aber da war eben langweilig. Da hast du nicht rumgehangen in Zehlendorf. Du bist dann zu den Leuten gegangen, die dich mehr anziehen, die mehr aussehen wie du. Das war eben Kreuzberg, Schöneberg, Moabit, Wedding. Was ging da, Bruder? Das war ja diese Gangzeit. Weißt du, was ich meine? 36, Black Panthers, Giants, was weiß ich, wie viele Gangs es noch gab und so. Und Einzelkämpfe, immer Einzelkampf, Einzelkampf, um in die Gang zu kommen. Belasch hat erzählt, glaube ich, im Podcast, dass diese Gang-Dinger sich so strukturiert und entwickelt haben, auch wegen Mauerfall und wo dann die Leute rübergekommen sind, wo man sich dann positionieren musste, dies, das, bla, bla, bla. Ja, natürlich, wenn da ein Haufen Nazis rüberkommt und das Erste, was sie sehen, sind Kanaken, weißt du, was ich meine, machen die ihre Fresse auf. Und dann musst du ja gegenhalten. Weil die Black Panthers, die haben ja nur Ärger mit den Typen gehabt. Weißt du, was ich meine? Die haben alle Ausländer an die Mauer gedrückt, weißt du, was ich meine, außen. Und die Mauer geht auf und wir sind genau in der City. Nicht mehr außen, wir sind genau da drinnen, weißt du, was ich meine? Und wie gesagt, ich war noch zu klein, aber gab es viele Stechereien, auch Tote und so ein Scheiß, weißt du, was ich meine? Und da haben sich auch dann die Gangs formiert, um auch mehr gegen die zu sein. Aber die Gangs haben sich auch gegenseitig viel, weißt du, was ich meine, bekriegt oder Stechereien gehabt. Ob es jetzt, wie gesagt, Araber Boys ist, 36, was nicht alles für Gangs gab, weißt du, was ich meine, in jeder Ecke. Wirklich jeder Stadtteil, egal welche, ob reich, arm, die hatten ihre Gangs. Ob jetzt in Langwitz, ich weiß nicht, Mau Mau, Street Fighters in Märkische Viertel. Da, überall gab es Gangs. Jeder hat in seiner Ecke, da wo du wohnst, haben sich Gangs formiert. Weißt du, was ich meine? So ist das. Und jeder dann für seine Ecke hat aufgepasst aufeinander sozusagen. Wenn du Stress hast, also nicht mit Telefon, weißt du, was ich meine? Du rufst den, holst da, dann formiert sich deine Ecke, wenn jemand bei dir kommen will und Faxen machen will. Weißt du, was ich meine? Du konntest nicht einfach überall früher hingehen einfach. Das ging einfach nicht. Außer du gehst mit deinen Eltern irgendwo zu Besuch. Aber dass du mit 2, 3, 4, 5 Jungs einfach in irgendeine Ecke hingehst und da so einen auf cool machen kannst oder einfach so rumlaufen kannst, ging nicht. Dann gab es Faxen. Dann gab es Ärger, gab es Stress. Außer du kennst die Person. Weißt du, was ich meine? Aber wenn du die nicht kennst, gab es Ärger, gab es Stress, gab es Schlägereien oder Abziehereien. Weißt du, was ich meine? Egal, wo du warst. Aber jetzt durch dieses Mobiltelefon und hat sich das alles mehr und die Mauer auf, und, weißt du, was ich meine, konntest du freier rumlaufen. Früher war, wenn du dich verabredet hast, musst du in der Sekunde um die Uhrzeit genau da sein. Wenn du zu spät bist, bist du zu spät, die Jungs sind weg. Dann kannst du noch 1, 2, 3 Stellen abklappern, vielleicht an der Ecke, wo die eigentlich manchmal sind oder an der. Und wenn die nicht da waren, waren die nicht da, Mann. Weißt du, was ich meine? Wenn du früher schwimmen gegangen bist, auch immer Ärger, Mann. Lass mal Columbia-Bad gehen. Nein, da gibt's Ärger. Lass mal Insulana gehen. Da, okay, ist besser. Lass mal nicht da. Lass mal, oder die sind, kommen von da. Du merkst, das sind Kreuzberger, die kommen bei uns schwimmen. Gibt's Ärger. Gab's immer. Oder bei den Neuköllnern war auch nicht so einfach. Du kommst nicht einfach so nach Neukölln. Bei Spinne und die Ecke. Die waren alle verrückt. Wenn du keinen kennst, ey, ich bin der Bruder, der Cousin von denen. Ah, tamam. Ja, lass ihn, ist der Dings und Dings. Lass mal die Jungs hier und so. Weißt du, was ich meine? Ging nicht so einfach. Jetzt kannst du überall rumlaufen. Weißt du, was ich meine? Krasser Film, Digga. Es war anders. Glaube ich dir, Bruder. War wirklich anders. Glaube ich dir. Wenn man es nicht miterlebt hat, kann man auch nicht viel darüber denken. Aber ich hatte für mich ist gerade, ich höre wie gerade so, als ob du. Ja, aber ich hatte Bonusgrad, ich war immer der Kleinste so. Weißt du, was ich meine? Alle waren größer, die mussten erstmal das regeln so. Weißt du, was ich meine? Ich war der Kleine so, lass mal den Kleinen so. Weißt du, was ich meine? Er immer so ein Augenzwinkern so. Hey, der Kleine, aber mein Kopf, weißt du, was ich meine? Und viele von uns haben dann in den U-Bahn-Höfen auch rumgehangen, weißt du? Da gab's. Und später dann, wo du dann älter geworden bist? So? Ja, 13, 14, 15. Da gab es immer verschiedene U-Bahn-Stationen. Da waren die, haben da bei der U-Bahn-Station rumgehangen unten. Die hatten die U-Bahn-Station, wir hatten die U-Bahn-Station. Weißt du, was ich meine? Man hat gesehen, wer durchfährt oder wer bei uns rauskommt. Da gab es immer Schlägereien, immer
Filme, Ekeleien, Messer, dies, das, eklig. Viel auch wegen Mädchen und so, weißt du? Ja, Mann. Und dann, wo du älter geworden bist, Bruder, inwiefern hast du dich dann involviert in diese ganze Gang-Scheiße oder Straßenscheiße so? Nein, das hat sich irgendwann von alleine ausgelebt, dieses Gang-Ding. Ich weiß nicht, wie das irgendwie passiert ist. Das hat sich irgendwann so. Irgendwann ging es nur ums Business, Mann. Es geht nur ums Geschäft. Weißt du, was ich meine? Da interessiert kein mehr Gang hier, dies, das, 36 hier. Natürlich, da gibt es eine Formation. Man weiß, das sind die alten 36er, der ist noch vom Black Panther. Aber man hat doch angefangen, miteinander auch zu connecten und rumzuhängen. Auf einmal hängst du ein Wedding ab mit den ganzen Leuten und der andere hängt ab, gemischt von einmal. Weißt du, was ich meine? Und dann geht es dann irgendwann nur ums Geld. Und Connection, wem hast du lieber, wem hast du da in diesem Bezirk, den du kennst, mit dem du vielleicht noch was machen kannst oder mit denen, weißt du, was ich meine? Das ist alles mir dann aufgegangen, so. Weißt du, was ich meine? Es gibt natürlich auch die gehen gar nicht aus ihrem Bezirk raus, Alter. Die sind immer da drin und sind geblieben und... Ja, das ist auch so ein Berliner Ding, Digga. Wo ich hier neu war, hat man das auch immer gesagt, Bruder. Berliner, die bleiben bei sich im Bezirk. So, ist schon so ein bisschen so, man ist schon so sehr patriotisch, so, ne? Und es gibt teilweise halt, wie du gesagt hast, Leute, die nur in ihrem Bezirk sind. Ja, ich war nur ein, zwei Mal am Kudamm waren in ihrem Leben, Dicker, aber in Berlin wohnen, aber in ihrem Bezirk bleiben, so, weißt du, was ich meine, so? Ey, das war früher bei uns genauso, ganz ehrlich, war so. Wenn wir zum Kudamm gegangen sind, dann war das war eine große Sache. Komm, wir gehen Kudamm. So, das war was Großes, so. Also groß, wie gesagt, das war was Besonderes. Komm, wir gehen jetzt zum Kudamm und so. Das war richtig so, ich kann das nicht erklären, Mann. Nee. Das war so, okay, wir gehen Kudamm und so. Mhm. Das war nicht so wie jetzt. Man geht einfach hier, man geht da, man geht da. Juckt keinen Arsch. Hast du viel selber Scheiße gebaut, oder? Mäßig. Nicht so viel, nein. Geht. Nicht so viel Scheiße. Nein. Es gab es immer mehr Verrücktere als ich. Ich meine, es gibt immer einen, der ist verrückter als du oder mehr. Aber ich war von der Gruppe nicht immer der Schlimmste. So. War ich nicht. Ich habe auch meinen Mist gebaut und habe meine Sachen gemacht, so, aber dadurch, dass ich früh Vater geworden bin und so, habe ich immer noch so ein bisschen meine Kurve kratzen können, so. Weißt du, was ich meine? Also Handbremse gezogen, aber man kommt immer irgendwie wieder zurück, so. Man probiert irgendwie sein Ding zu machen, man sieht, da gibt es das schnelle Geld, da gibt es das schnelle Geld. Aber man merkt schnell, wenn man für was gemacht ist und für was nicht, weißt du? Wie hat sich Berlin für dich entwickelt, so, wenn du die Entwicklung von Berlin so in der Zeit, wo du am Start warst, so, was für eine Entwicklung würdest du beschreiben? Wie würdest du die Entwicklung beschreiben, so für dich? Ach, gut und schlecht. Gut und schlecht. Ich meine, dieses Offene, wir sind jetzt offener. Also Berlin heißt die Welt willkommen, sozusagen. Ist okay. Aber mich kotzt ein bisschen an, so, wenn die Leute angefangen, und ich rede nicht von Ausländern, ich rede von Deutschen, die hierher ziehen, jetzt nichts gegen dich, aber Ältere mit ihren, weißt du, diese Rechtsanwälte und Richter oder was auch immer, was die, oder Politiker, und die probieren dann hier die Regeln zu ändern, so, weißt du, was ich meine? Weil wir sind die Berliner, warum ist denn Berlin so attraktiv für die Leute? Weil du, wie gesagt, 24 Stunden essen kannst, weil du 24 Stunden Party machen kannst, weil du vielleicht ein bisschen lauter sein kannst zu Hause oder weil du lauter sein kannst draußen auf der Straße oder weil es Straßenfeste gibt. Wenn dir jetzt jemand von mir sagt, ein ganzer Block, da sind Zugezogene aus München oder was weiß ich, weißt du, was ich meine? Und die sagen dir, ey, ist schon zu laut, bitte ab 9 Uhr müsst ihr leise sein. Haben wir ja, seid ihr, wohnt seit 2-3 Jahren hier, wollt uns die Gesetze. Wir haben doch hier schon 100 Jahre Party gemacht, bevor irgendwas war oder so. Jetzt wollt ihr, weil ihr jetzt hier die ganzen Wohnungen aufgekauft habt, wollt ihr uns jetzt die Gesetze machen? Und ein Kumpel von mir meinte so, die sind nicht gekommen, um zu connecten, die sind gekommen, um zu übernehmen. Und natürlich, jeder weigert sich gegen sowas. Wenn jemand was bei dir übernehmen will, dann strebst du dich dagegen. So. Und ich habe gegen Connection, oder dass eine Sache sich entwickelt oder wächst, habe ich kein Problem damit. Aber wenn jemand probiert, die Regeln zu ändern, mit was du schon 100 Jahre dich damit so, weißt du, das ist schon in dir drin und probiert, die Regeln zu ändern und dir zu erzählen in deiner Stadt, wie es jetzt laufen soll, dann bin ich da total dagegen. Weißt du, was ich meine? Hier ist ein anderer Film, Mann. Die sollen sich daran gewöhnen. Das ist auch unsere Stadt. Wir haben diese Stadt mit zusammen kreiert. Weißt du, was ich meine? Wir sind nicht Ausländer, wir sind Berlin. Weißt du, was ich meine? Wir sind ein Teil davon und wir sind... Auch ich mag nicht mehr dieses Wort Ausländer. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir haben das hier mitkreiert und wir sind von hier so. Weißt du, was ich meine? Ausländer, dieses Wort mag ich nicht mehr. Ich hasse dieses Wort Ausländer. Mag ich nicht. Weißt du, was ich meine? Wir kreieren doch die Scheiße hier mit. Was macht denn, warum ziehen denn nicht die Leute alle, die mit Geld kommen, nach Zehlendorf oder nach Wilmersdorf oder an Grunewald? Warum gehen die denn, erstmal sind die Oranienstraße gegangen, die abgefuckteste Ecke, die als Kind
Wir haben immer da Karten gespielt. Weißt du, was ich meine? In den Bars. Da hat es früher nach Scheiße und nach Kohle gerochen. Weißt du, was ich meine? Da war kein High Society, kein Café oder irgendein Scheiß oder irgendwas, wo du essen. Da gab es einen Hasser. Da musste ich manchmal um 2 Uhr, 3 Uhr nachts hin, wenn die Karten zocken, Valley gehe und hol Ischgenbär oder hol Döner, wenn die um Karten spielen. Und das 2 Tage durch oder so. Und jetzt ziehen die erstmal da um das alles, also diese Gentrifizierung. Bin ich total dagegen. Sollen die doch ihre Scheiße da kaufen, wo Geld ist? Warum gehen die da einkaufen, wo die ganzen Kanacken und wir sind? Was ist denn dann so cool da so? Wenn wir alle so scheiße sind oder Ausländer oder macht mal leiser oder macht mal nicht oder macht mal nicht so und die wollen ihre Gesetze machen. Warum kommt die dann in diese Gegend, wo alles unsere Leute sind? Ob es Moabit ist, ob es Neukölln ist, ob es jetzt ein Wedding fängt es an. Kreuzberg haben die übernommen, haben die rasiert. Weißt du, was ich meine? Ist doch so. Warum kommen die denn in die Gegend, die so abgefuckt ist? Was macht es denn? Dann ist doch irgendwie für dich unser Lifestyle, unsere Mentalität, dass wir 24 Stunden essen wollen, dass wir ein bisschen lauter sind, dass die Musik ein bisschen lauter ist. Ich sag genau das. Warum das ist also für euch, was euch anzieht, aber danach wollt ihr die Regeln ändern. Ja. Nee, läuft nicht. Ja, bei mir ist genau der vorherige Film so. Ja? Ich bin hierher gekommen, weil ich genau das geil finde so. Meine ich ja. Weil ich es sehen will, Digga. Weil ich diese Kultur spüren will, Digga. Weil ich die Stories von dir hören will, Bruder. Weil ich hier 24 Stunden essen will, Bruder. Ja. Weil ich in diesen abgefuckten Gegenden sein will, mir das reinziehen will, die Leute kennenlernen will. Ja, du fällst ja nicht drauf, Kultur, fällt ja nicht auf, weißt du, was ich meine? So, ich finde es auch geil, Digga. Weißt du, man kann davon viel lernen so. Weißt du, was ich meine? Es ist die Hauptstadt, Digga. Es ist Metropole, Digga. Es ist Berlin so. Weißt du, was ich meine? So. Aber ich würde mir niemals anmaßen, hierher zu kommen und zu sagen so, ich habe hier irgendwas zu melden oder ich kann hier irgendwas verändern. Nein, Bruder, nimm das nicht. Nein, Bruder, aber es ist so. Ich bin auch einer von den Zugezogenen im Endeffekt. Nein, so. Nein, ich hab ein ganz anderes Bild im Kopf. Ich weiß, Bruder, natürlich. Mit dem Stock im Arsch, ich mit diesen weiß Babys, doch, was du meinst, Bruder, aber wenn wir am Ende des Doppelwagen Tages... Doppelwagen mit ihm. Wenn wir am Ende des Tages real sind und wenn wir ehrlich sind, so bin ich auch ein zugezogener Typ, Digga, aus dem Süden, Bruder, aus Mannheim, so, bin hier nach Berlin gekommen. Aber so. Du passt nicht in das Raster, tut mir leid. Ist nicht meine Stadt, Digga. Du gehörst hierher, du hast nicht dahin gehört. Du gehörst hier zu uns. Das war nur Frage der Zeit. Da hast du nicht hingehört. Du gehörst hier frei. Frei und mit unseren Leuten und hier und da und so. Aber manche von diesen Wichsern, was wollen die hier? Weißt du, was ich meine? Was wollen die hier? Jeder soll hingehen, wo er hin möchte. Nicht Bruder, Sachen zu ändern in unserer Ecke. Die sollen das doch da, wo Etepetete ist. Dann passen die doch zu Etepetete, wenn es um 8 Uhr leise sein soll. Weißt du, was ich meine? Bei mir ist der Film, den du eben erzählt hast, komplett angekommen. So. Ja. Also ich hab den genommen, so kann sein, du weißt auch draußen, 1-2 Leute verstehen nicht, was du sagen willst, Bruder. Ja. Aber ich und viele Leute, die das sehen und das fühlen so, die verstehen das, was du so gerade sagen willst. Ja. Weißt du, ich meine so. Und für mich sehr interessant, so zu hören. Von einem Berliner, der schon ich bin hier geboren. Lange hier auf den Streets unterwegs ist. So, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Na, Digga. Es ist wichtig, sich weiterzuentwickeln. Natürlich, man soll nicht stehen bleiben. Was für menschlich und für eine Stadt. Und man muss Fortschritte machen, natürlich. Ne? Aber es gibt manche Sachen, die stören dich. Und wenn die stören, stören die dich. Das ist, was ich meine. Ich komme nicht bei deren zu Hause und sage, was die machen sollen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber was dabei rauskommt, kommt dabei raus, Bruder. Okay. Gut, voll auf. Okay, tamam. So. 100%. So. Nee, das war ja Boogie und. Boogie und. Belasch. Geile Typen, Digga. Geiler Podcast. Digga. Einer von wenigen anderen Sachen, die ich mir noch reinziehen kann, so was das ganze Rap-Industrie oder Rap-Medium-Geschichten angeht, so gibt es für mich nur 2-3 Sachen. Einmal Marvin, sein Hotbox-Ding, so. Ja. Kann ich mir reinziehen, fühle ich komplett auch wegen dem Typ Marvin einfach und wegen dem Konzept, so, weißt du. Guter Kerl, Mann. Und dieses 100% Real Talk von Boogie und Belasch, Digga. Und TV Straßensound, so. Hip-Hop.de natürlich, Roos, Digga, Roos feiere ich auch krass. Aber der macht nicht mehr so viel, wa? Macht nicht mehr so viel, Digga. Der ist jetzt einer, in Samsung. Muss man auch real sagen, so muss ich auch real hier so ehrlich zugeben, Digga. Roos hat für diese Art von Interview, wie wir sie jetzt gerade hier führen, die Tür aufgemacht, Bruder. Ja. So muss man ganz klar sagen, so. Der war der Erste, der sich cool hingesetzt hat auf Bro-Ebene und gesagt hat, ey, lass mal talken, so. Ja. Nicht auf Filme mit, ey, ich hab hier vorbereitet und Journalismus, so, ey, ich fick dich jetzt, so. Nee, der hat es laufen lassen, so. Auf cool, Digga, so, weißt du, ich meine, so, ich hab den Film, ich mache ja den gleichen Film, so, deswegen muss ich aber Shoutout und Respekt an Roos raushauen, ja, so. Ich mag Roos. Geiler Typ, Digga. Ich hab mit denen auch ein Interview gemacht, macht Spaß mit ihm. Hat seinen Hack verdient, Bruder, hat zu wenig gekriegt. Ja, ja Mann, der hat ja gearbeitet wie ein Blattmann. Ja. Ja, Digga. Der war ja einmal hier, nächste Sekunde ist er wieder da, dann ist er wieder hier, dann ist er wieder da. Macht er seinen DJ-Film, dann macht er seinen Filmfilm. Der ist ein Der ist ein Hustler, der ist ein Motherfucker, Digga. Der ist ein Hustler. Roos ist ein richtiger Hustler. Der ist ein Hustler, auf jeden Fall. Undercover 2591 fragt, welcher Diss-Track hat Schockmusik damals am meisten getroffen? Oh.
ich glaube nicht einer. Wirklich. Also von anderen Leuten, ich glaube nicht einer richtig. War eher so scheißegal mäßig. Also es musste ja eine Antwort kommen so, aber getroffen, also entweder auf der emotionalen Ebene, also dieses Stolzding, oder eher für das Business, sowas gibt es ja auch. Businessmäßig, keine Ahnung, kann ich nicht wirklich sagen. Ist doch gut, Digga, lassen wir so stehen. Hm. Pisch, Chez, Kafji oder Cevape, Brate? Cevape. Wie heißt das erste? Pisches, Pieskavice. Pieskavice. Oder Cevape. Cevape, Cevape. Schöne Schön mit Zwiebeln, weißt du. Der sagt, Strizilo Eden. Was? Wo Strizils? Na, Strizla. Das ist eine bestimmte Ecke. Okay, geil. Der repräsentiert seine Corner. So okay, eine, krass, sein Digga. Dorf. Grüße gehen raus, Digga. Del Futos sagt, schöne Grüße erstmal. Schockmusik, beste Zeiten. Sign mich, Bruder, und wir zerstören alles. Vlaski Power. Vlaski Power. Das ist ein Zigo Amigo. Del Futos heißt der. Ist ein Zigo Amigo? Ist ein Zigo Amigo. Oder sowas ähnliches sozusagen. Bruder, die Leute sind am Start, Digga. Ja. Merkst du, ne? Die kennen dich, Bruder. Die sind da, Digga. Hm. Wieso kommt er nicht, der Tim JGR66 sagt, wieso bekommt er nicht den nötigen Respekt von den heutigen Rappern und Hörern als OG? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat was mit meinem Output zu tun. Wenn ich mehr Output hätte und die Promotion und dass man das eben auch die Sache mehr, dass man es mehr aufmerksamer macht, kann man ja heutzutage. Weißt du, bestimmte Kanäle, wo dann die Kids auch das alles eher mitkriegen, dann... Hier, Bruder, mein Respekt ist da auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also das ist zum Beispiel ein super Kanal. Dann, glaube ich, wenn das mehr Leute mitkriegen, dann... Ja. Komplette Dings wieder so, ne? Ja, ja, die Resonanz sozusagen. Ja. Azad DL unterstrich sagt, hat er ein Lebensmotto? Lebensmotto, wow. Hast du so ein Motto, Dicker, mit dem du so durch die Welt gehst, so... Bei mir ist dabei ist alles, Bruder. Be unique, dabei ist alles, Bruder. Be unique, Alter. Weiß nicht. Leben und leben lassen auf jeden Fall, weißt du? Jeder seins. Aber dafür lass mir auch meins. Weißt du, was ich meine? ja. Ich lass dich deinen Film machen, aber lass mich auch meinen Film machen. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, Bruder. Peace, Alter. Peace it in, Alter. Peace it in, Alter. 49 Heval, Bruder, wo warst du all die Jahre? Ich war hier in Berlin, Mann, Alter. Hab die Stadt unsicher gemacht. Ja, Mann. Ab meine ich. Hoch, runter. Haben wir doch schon durch eben. Ja, Mann, weißt du. Leben, Leben. So. Agit sagt, wann gründet er sein eigenes Label? Ich habe schon ein eigenes Label. Das heißt, mehr für uns. Das mache ich mit einem sehr guten Freund von mir, einem Bruder von mir. Wir haben da einen Künstler gerade unter Vertrag, den kennt man auch. Der ist Rap am Mittwoch, Battle Champion. Der ist Gospel, aber der macht nicht diesen Streetfilm. Der macht eher diesen Casper, Materia. Conscious-mäßigen Film. Ja, mehr so nicht jetzt für unsere Kanaken den Film so, aber ich meine jetzt nicht Kanaken, so, du weißt, was ich meine, anderen Film so. Weißt, was ich meine, nicht diesen Streetfilm so. Ja, so. Und der Bruder kommt demnächst mit um die Ecke. Er hat auch jetzt ein fertiges Album. Album ist sehr stark geworden. Der Typ hat 3 Jahre an diesem Album gearbeitet und ist heftig. Also für seine Genre, für seine Sparte, auf jeden Fall hat er zerstört. Und ja? Ihr könnt euch Killer, auf was gefasst machen. Dann läuft doch, Bruder, aber bei dir. Aber tu mir mal einen Gefallen Struktur und nervt mal Gospel mehr wegen den scheiß Battles. Der Junge muss wieder zu den Battles. Der muss zu Tierstar, Top Takeover. Schreibt mal Gospel alle, der muss wieder battlen. Ja? Der ist zu faul zu battlen, aber der ist der King, der fickt alle. Gospel, ich schwöre, Bruder. Der nimmt alle auseinander. Gospel. Sag mir, egal wem aus der Battle-Szene, Gospel nimmt ihn auseinander. Ansage. 100%, das sage ich Ansage. Mit 110%. Ansage. Hat er schon gegen Cynic gebattelt? Cynic ist sein Bruder, die beiden sind sehr starke Kollegen, aber das würde ich gerne sehen. Mhm. Bitte, Cynic, sag mal Gospel was. Ja? Der Junge muss mal wieder am Start, Mann. Ey, ja. Gospel, Alter, battle it in, motherfucker. Ja, Mann. Deine Definition für Erfolg, Grüße aus Bonn. Disziplin. Disziplin, Ohren und Augen offen halten, nicht zu
So, ich meine, sein Ziel zielstrebig verfolgen, aber auch trotzdem links, rechts gucken, was abgeht. So. Aber Disziplin ist das A und O. Disziplin. Disziplinieren. Mm. Motherfucker. Mm. Mm. Ohne Disziplin läuft gar nichts. Genau so. Von morgens bis abends. Wie war das Leben auf der Straße, Dicker? Haben wir ja schon durch? Haben wir schon durch, oder? Lustig. War lustig, sagst du? Lustig und scheiße. Tamam. Wie das Leben. Amar fragt, noch Kontakt zu Veysel? Schöne Grüße. Jein, der Bruder ist sehr busy. Ich habe vor ein, zwei Monaten habe ich mit ihm mal telefoniert, zwei, dreimal. Aber der Bruder, Mann, der ist so busy, Mann. Ist unfassbar. Am Abrasieren, Bruder. Der rasiert Musik, der Hookmonster. Egal welche, pack ihn auf irgendein Lied, lass ihn den Hook machen. Nummer eins. Hook Genie, Hook Monster. Ich meine, er macht seine vier Blocks und so. Ey, weißt Bruder, voll krass auch bei ihm, aber ne? Hätte ich damals, wenn du mir gesagt hättest, dass der Film so weitergeht bei Veysel, hätte ich gesagt, hä, wie, was laberst du so? Ja, ich habe ihm das schon zugetraut. Ey. Echt, ja? Ja, nicht wegen zugetraut, Bruder, aber ich hab diesen Horizont gar nicht gehabt, dass ich ihn da gesehen habe, so, weißt du? Für mich war das so ein richtiger abgefuckter Street-Motherfucker. Nee, Allrounder so, und er ist smart. Ihr könnt mich hassen. Das war so für mich der Film, so, weißt du, was ich meine? So. Ist ein smarter Junge. Und dass er dann um die Ecke gekommen ist, Bruder, dann mit so kleiner Cabron und so und dann auf einmal vier Blocks, Hauptrolle, boom, 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 auf einmal Veysel abgefuckt ist, da mit einer der krassesten in Deutschland, so, ne? Ja, jetzt noch weiter, heftig. noch weiter. Heftig. Ich will den Typen im Kino sehen, weißt du, was ich meine? Bruder. Ja, Mann. Geil. Veysel in den Kino, Mann. Ich schwör's dir, Bruder. Respekt, Bruder. Veysel, Respekt, Bruder. Ja, ich schwör's dir, Digga. Ich hab den lange auf dem Tacho. Lange auf dem Tacho. Der ist sehr busy, Mann. Und vielleicht können wir noch mal irgendwas machen. Wir haben schon so geredet. Ja. Aber von der Zeit ist es schwer mit ihm. Ja. Ist schwer. Ja. Kommt Feed mit Hafti, fragt der DJ. Nichts geplant, aber sehr gerne. Ich würde da niemals Nein sagen. Hafti ist the man. Und bleibt der man. Wie Nimo für die Neuen das gemacht hat, so ist Haft, der hat das ganze System hat er gefickt, Alter, und hat was Neues draus gemacht. Ich schwör's dir. Er hat alles gefickt. Ja. Wo er kam, war alles vorbei. Ich schwör's dir. Mussten alle auf Reset drücken. Ja. Weißt du, was ich ganz meine? Neuer Film. Ganz, neu, ganz neuer Film, so. Krass. Er hat alles gefickt. Wie er es durchgezogen hat, Digga, geil. Ich bin so gespannt auf sein nächstes Release, Bruder. Wird Mord. Ich bin so gespannt, Digga. War zu lange jetzt auch still. So, weißt du? Danke. Ich bin richtig gespannt, was jetzt passiert. So. Bei ihm gibt es da keinen Entweder-Oder. Der wird Mutter auseinandernehmen. Ja, glaube ich auch. Ja. Wie viel Bargeld hat er dabei? Ich? Ich zahle nur noch mit Karte, scheiße. Kanake zahlt mit Karte 2019. Cash bleibt bei Familie. So. Ich renne nicht mit viel Geld rum. Nein, mache ich nicht. Und wenn, würde ich dir auch nicht sagen jetzt. Das ist meine. Ich poste kein Geld und ich poste kein Essen. Die zwei Sachen mache ich nicht. Weißt du, was ich meine? Und wenn, würde ich es ja auch nicht sagen jetzt. Nein. Bruder, zu real, Digga, zu real. Nein. Nicht viel. Landsmann, fragt einer. Landsmann? Was für ein Landsmann du bist, Bruder? Ich bin Berliner. In erster Linie Berliner. Serbisch. Vlachisch. Ja. So eben. Also ich sprich Serbisch und Rumänisch, aber kein Roma und kein Sinti. Nicht wieder falsch verstehen. Das ist echtes Hochrumänisch und Serbisch. Das ist, wenn du mir jetzt irgendeinen Rumänen krass, Digga, mein gibst, Bruder, mein einen, also dann kann ich mit ihm Rumänisch reden auch. Mein fettester Bruder ist Rumäne. Der Boxer, der Creedman. Ja, genau. Mieser Typ. Bester Mann, Digga. Mieser Typ. Bruder, Nessie, du weißt mich. Auf jeden Fall. I love you, man. Bester Mann, Digga. Besteht noch Kontakt zu Nate57 oder Osama? Grüße aus Hangover City. Osama, ja. Wir telefonieren nicht regelmäßig, aber wir haben Kontakt. Und mit Nate auch immer wieder mal so. Wenn er hier in Berlin ist oder jetzt nicht regelmäßig, aber man hört sich, sieht sich so. Wenn er hier ist, wenn ich drüben bin, weißt du, was ich meine? Offiziell Nate57, komm ins Café, wir müssen reden, Bruder. So schnell wie möglich, Bro. Digga. Hamburger Film, ne? Hamburger Film. Welcher US-Rapper ist deine größte Inspiration? Wow, Alter. Oh Mann, das ist schwer. Zu viele, Mann, Alter. Ich bin aufgewachsen, wie gesagt, mit... Pac, oder was, Digga? Pac auch. Aber auch Biggie habe ich viel gehört. Pac viel gehört. Ice Cube viel gehört. Ganz als ganz kleines Kind Ice-T. Oh Mann, DMX. Damals, Mann, zu viele. Ich kann euch auch, es ist nicht nur einer, Mann. Cameron eine Zeit lang auch, diese Dipset-Film.
Oh Mann, zu viele, Bruder. Auch 50. Wie war bei dir mit Snoop und so? Oh, Snoop, Katastrophe. Wo The Chronic kam, die erste. Bruder. Oh mein Gott. Bruder. Wir haben die scheiß CD abgezogen. Wir haben nicht gekauft. Wir haben gewartet unten bei WOM, bis jemand die CD kauft und haben wir abgezogen. Wir hatten nicht mal einen CD-Player. Nur einer hatte von uns einen CD-Player. Und der musste dann irgendwie uns das auf Kassette aufnehmen und uns geben und hin und her und so. Und wo dann, wo Doggy Style rauskam, war alles vorbei. Jeder, ob du im Bus saßt oder in der U-Bahn oder jemand getroffen hast, hast du die neue Doggy Style gehört? Bruder, der Pornofilm, Dicker. Ja. Hast du den gesehen? Natürlich, Mann. Bruder, Dicker. Richtig. Das war eine Zeit, stell dir mal vor, Dicker, der hat einfach einen Pornofilm, also der hat einfach mit Larry Flint, Bruder, haben die so einen Doggy Style in Real Life gemacht. Mann, ja, ja. Einfach aufgenommen und online. Richtig eklig, oder? Muss man überlegen, Bruder, was im Film da dahinter steckt, so, weißt du? Der Snoop, der hat auf alles geschissen. Mann, der hat da auch Frauen auf der Straße laufen. Ja, wo er schon berühmt war, so, schon nach Doggy Style, hat er angefangen, wirklich seinen Pimp-Film auch wirklich durchzuziehen. Da meinte er irgendwann in so einem Interview, kann er nicht mehr machen, er hat Töchter und Frau, hat er sich nicht mehr damit wohlgefühlt, kam ihn aber erst sehr spät, der Film. So. Hatte richtig Frauen am Laufen, so mehr so auf diese so High-Class, also, Escort-mäßig. Ja, High-Class-Escort und hat dann seinen PMP-Film, weißt du, was ich meine, gefahren. Snoop, krasser Typ, Digga. Der hat einen ganz krass, ich weiß noch, wo der war. Auf dem roten Teppich, Digga, dann einfach mit zwei Ollen, Digga, an der Leine kommt. Ja, Mann. Verstehst du, was ich meine, so? Mochte ich oder voll. Kann man von halten, was man will, ne, so? Ja, ne? Ja, das ist genau unser Film. Aber der Film, Bruder, der Film, ja. Der Film war der Film, so, die weißt Leute du? Haben das auch viel zu ernst genommen. Der Film war der Film, Bruder. Ja. Ich schwör's dir. Scheiße, Digga. Up in Smoke Tour. Krise. Bruder. Das Ice waren die Cube Zeiten. Schon der Anfang, wie Ice Cube reinkam. Ja, Digga. War krass, das ja. Waren die Zeiten, Bro. Geil. Ja, auch genau mein Film, so. Ja, auch genau mein Film. Wie wichtig war Schockmusik für deine Karriere, rückwirkend betrachtet? Oh, sehr wichtig. Fuck the face of das Wichtigste. Natürlich. Das hat uns alle auf die Karte gepackt. Schockmusik ohne Schock, also ging. Das ist das Ding. Das hat mich berühmt gemacht, dieses ganze Ding, das ganze Konstrukt. Das war das Ding, Mann. Das war das Wichtigste, also wenn man das eine Karriere nennen darf, kann. Rückblickend ist das auf jeden Fall. Das Ding, was den Stein ins Rollen gebracht hat. War der Schlüssel, ne? Das war der Schlüssel, auf jeden Fall. Schockmusik, auf jeden Fall. Das Wichtigste, das ist das Ding. Das war... Crack a Valley It In Man, sagt der Matthias Hill. Crack a Valley It In Man und er fragt ein Feed mit Leon. Sofort. Natürlich, Mann. Geht nicht. Machen wir da, was? Wir machen geht nicht zusammen von mir aus. Geht nicht. Wir können den Film zusammen machen von mir aus. Oh shit, Alter. Ja. Du sagst, dein Teil geht nicht. Sag weiter, geht nicht. Am Ende sagen wir zusammen, Bruder, geht nicht einfach, Digga. Ohne das geht nicht. Es geht nur mit das. Geht nicht. Weißt du, was ich meine? Schiss dir, Digga. Komm ins Café ohne Leon, geht nicht. Geht nicht, Bruder. Ja. Lass mal gucken. Ey, wir reden mit Marvin sofort. Lass mal viben, Bruder. Ja. Marvin hat das Ding. Er hat noch die ganze Session. Wir pimpen das Ding auf, weißt du, was ich meine? Machen wir es ein bisschen professioneller und so einen Scheiß. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, ja. Geil. Geht nicht. Geht nicht. Bro, wir haben das Ding so gehypt hier in dem Interview gerade, ne? Geht nicht. Mal sehen. Album in Sicht. Mhm. Reset. Album wird heißen Reset. Und haltet Ausschau. Es wird kommen. Egal mit Major, also nicht Major, egal wie oder was. Kommt. Es wird kommen. Und da, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das ist das Wichtigste. Kontakt zu Azad? Nein. Ein, zweimal im Leben getroffen. Ich kann genau das Gleiche sagen wie jeder andere. Sehr korrekter Typ. Überkorrekter Typ. Keine Pussy. Ist ein richtiger Kerl, so auch, weißt du. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Sind auch, glaube ich, keine schlimmen Sachen, was ich jetzt sagen kann über ihn. Aber ist ein korrekter Kerl. Aber ich habe auch das Gefühl, mit den Typen kann man auch sehr viel Spaß haben. Okay. Also nicht nur der ernste Bruder, komm und so, weißt du. Ich glaube, mit dem kannst du echt viel Spaß haben. Auch. Legend für mich auch. Wie würdest du dich mit drei Wörtern beschreiben? Grüße auch an dich, Leon, dabei ist alles. Ist alles, Bro. Mit drei Wörtern beschreibe den, Alter. Chaotisch. Chaotisch. Ich liebe Spontanität. Und das Letzte. Das ist eine gute Frage, Mann, Alter. Keine Ahnung, fällt mir nichts ein. Was sagst du denn? Ein Wort, mit dem du Cracker beschreiben würdest, Bro. Chaot. Ich meinte chaotisch. Lass ihn spontan. Nur ein Wort. Sag nur ein Wort. Sag mal ein Wort, schnell. Cracker. Okay, heißt. Cracker. Cracker. Einfach crackisch. Nein.
Es hat nichts mit Crack zu tun. Crack, denke, it in, mein Bruder. Ich sag doch selber, Crack-Vlogs, Dicker. Wir sind, Bruder, auf FIBO, wenn wir da erst oder wenn wir auf Events sind oder Festivals oder so. Erster Tag ist immer cool, zweiter Tag ist ein bisschen Crack, dritter Tag ist full Crack, Bruder. Meinst du, siehst du, dieses Chaotische drin? So, Dicker, das ist so einfach, Bruder, verballert. Vercrackt so. Ja, Mann. So, das, keine Ahnung, aber ich kann dir zwei Sachen sagen. Das ist doch schön. Ich bin spontan und ich bin leider auch sehr chaotisch. Aber, ja. Was war für dich der schönste Tag in deinem Leben, Bruder? Schönste Tag meines Lebens, Alter. Das sind meine Kinder. Ich glaube, meine Kinder, das ist, was mich gerettet hat am meisten in meinem Leben. Meine Kinder. Meine Kinder. Da bin ich wieder jemand anders. Weißt du, was ich meine? Natürlich ist da auch immer noch ein bisschen dieser K.O. drinne und so. Aber ich glaube, meine Kinder ist das Schönste, was ich jemals erfahren darf und erfahren durfte. Und ich hoffe, das Nächste sind auch, was noch dazu kommt, ein paar Enkel irgendwann. Aber nicht so schnell, lass dich mal Zeit mit dem Scheiß, ja? 17, der eine Bruder. Opa, Cracker. So ein Cracker-Opa. Das ist so das Ding. Oft kommt mir dieser Gedanke, was wäre, wenn nicht? So, wenn ich die nicht hätte, dann, ich glaube, dann wäre noch alles tausendmal schlimmer und tausendmal. Weißt du, was ich meine? Ist doch schön. Ja, Mann. Ist doch was Schönes. Ich glaube, die haben mir mein Leben gerettet. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Auch wenn ich manchmal, ich muss sagen, sehr streng bin, aber ja. Man muss in der heutigen Zeit ab und zu, weißt du, was ich meine? Ja. Dass man auf die Kids aufpasst. Geht zu schnell alles. Man muss nicht jede Erfahrung durchgemacht haben. Weißt du, wenn die sagen, ey, lass die ihren Film machen, lass die. Nein, die müssen nicht durch alles gehen. Du kannst auch, die können auch lernen von Erfahrungen, die du schon durchgemacht hast, müssen sie noch nicht nochmal durchmachen. Machen, ja. Weißt du, was ich meine? So, man kann immer lernen von Leuten, die ein paar Filme schon durch haben. So, ja, weißt du, was ich meine? So. Man muss nicht alles durchgemacht haben. Muss viele sagen, lass die ihre eigenen Erfahrungen machen. Ja, teilweise okay. Schon, ja, auf Bruder. Jeden Fall. Aber wenn du dann selber in der Position bist, glaube ich, ist auch nochmal ein ganz anderer Film, als wenn du als jetzt zum Beispiel ich hier sitze und sage, Bruder, lass sie doch ihren eigenen Ding durchmachen. Ich habe keine Kinder. Ich kann gut sitzen und das sagen so, ne? Aber du als Vater, Bruder, du hast einen ganz anderen Film im Kopf. So. Ja, ja. Ja, das ist diese Ängste. Du willst nicht das, was du am meisten liebst, willst du nicht, dass es kaputt geht. Du willst das, was du liebst, das Beste für das, was du liebst. Weißt du, was ich meine? Und das ist immer so einfach. Manche kommen vielleicht da, können das besser ertragen. Vielleicht ist es auch ein egoistischer Gedanke, dass man selber nicht diesen Schmerz fühlt. Auch man will sich selber nicht so scheiße. Dann ja, ja. Aber die Kids müssen nicht alles durchgemacht haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Muss nicht alles. Voll. Ich glaube, es waren noch schöne Dings, Alter. Schöne Schlussworte, mein Bruder, Alter. Crack Valley, Bro. Geil. Wie ist dein bürgerlicher Name, Bruder? Valley. Valley. V-E-L-I. Valley. 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 Der heißt einfach Valley, Bruder. McValley. McValley. Geil. War ein geiler Talk, Bro. Danke, Bruder. Bitte check das ab. Check die Links in der Beschreibung aus. Klamotten sind am Start, Digga. Be Unique Clothing. Erster Link in der Beschreibung, Bruder. Ich schick dir auch mal ein Paket von meinen Sachen zu. Bitte, ich krieg Bauch, Mann. Ich brauche eine Diät oder so einen Scheiß. Ja? Ich krieg Bauch und so einen Scheiß. Trainingspläne also, kriegt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Kriegt der bei Ihnen, aber mach mir mal ein bisschen klar. So machen wir was. Ja. Gehen wir mal zusammen pumpen. Oh, okay. Machen wir mal eine Session, Digga. Machen wir. Okay. Du nimmst mich mit ins Studio, ich nehme dich mit ins Gym, Bruder. Okay, top. Okay, das ist ein Deal. Safe. Machen wir so, Bro. Safe. Geil. Freunde, Bionic dabei ist alles. Peace out, man. Bra. Geil. Ja. Nice, Diggi. Ja, cool. Und? Ja, aber cool, man. War doch locker auf locker. Wie Manuel sagt, aus Eier. Aus Eier rausgeflossen. Aus Eier, Tampf, Eier. Einfach rausgeflossen. aus Eier rausfließen, das andere. Geil, Bruder. Geil. Nee, danke dir für deine Zeit. Danke für deine Zeit auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir, Bro. Ich danke dir. Ich glaube, ich habe hier auf jeden Fall ein paar Sachen gesagt, die habe ich noch nie in meinem Leben in irgendeinem Interview gesagt. Mhm. Noch nie. Der Vibe einfach, ne? Glaube ich. Also ich habe das immer von anderen Jungs gehört, die mit dir sitzen, also gesehen von denen. Aber es ist so, man fühlt sich wirklich wohl bei dir. Man fühlt sich wohl, man lässt sich ein bisschen so. Ist cool. Man lässt sich ein bisschen gehen. Man lässt sich so, ja. Ja, aber ich denke, da hängt auch eine. Man kann, wenn man sowas sagt, kann man auch eine Message ein bisschen hinterlassen. Jungs, macht nicht so wie ich vielleicht. So, weißt du, deswegen, was ich meine? Ich bin. Meine Intention auch bei diesen ganzen Interviews ist auch. Ich will genau die Sachen rauslocken, Digga. Ich will diese emotionalen Momente schaffen, Bruder. Ich will diese wirklich tief in diese Person reingucken, mit denen ich sitze, so, weißt du? Dass ich daraus lernen kann, die Leute draußen daraus lernen können, dass wir einfach was Geiles in die Öffentlichkeit rausfetzen, so. Wo man sich einfach was mitnehmen kann, so, ne? Ich hoffe, man, da, wenn da nur einer ist, weißt du, nur einer, der sagt, okay, Mann, weißt du, würde mir schon reichen.
Und bei dir schon, bevor wir uns hingesetzt haben, oder wusste ich schon, du hast so viel durch, man, du hast so viel zu erzählen, dass das einfach ein geiler Talk werden muss, Digga. Und dass da auf jeden Fall die ein oder anderen Talks entstehen werden, die für manche Leute augenöffnend sein können, für manche Leute Denkanstöße anregen können, für manche Leute sogar Leben verändern können, sogar teilweise, Bruder. Wer weiß. Weißt du? Also, habe ich auch schon gehört von Leuten durch Interviews, die geguckt haben von mir, oder durch Real Talk Videos oder durch Motivation, dass man da einen positiven Einfluss auf Menschenleben haben kann, Bruder. Und wenn du das schaffen kannst, so, das ist das Größte für mich, was du erreichen kannst, weißt du? Ja, die meisten erwarten von, ich sag nicht Idol oder irgendjemand, den die mal aufgeschaut haben, der muss perfekt sein. Der muss in dieser Rap so, weißt du, so wie er ist, er muss perfekt sein, er hat keine Schwächen, ja, er hat keine, aber die Leute vergessen, dass man auch wirklich am Ende des Tages auch ein Mensch ist. So. Und Menschen haben Laster, Menschen machen Fehler. Ja. Und wenn man das ab und zu mal den Leuten auch da, da draußen sagt, ja, vielleicht kommen die auch mal ein bisschen, entspannen die sich auch mal ein bisschen, ne, statt ihre Hardcore-Kommentare. Ja, immer, ja, und so, und ja, ja, ist das, oder? Das habe ich doch auch, das haben wir vorhin, ja, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch besprochen, Digga. Das ist halt hinter dem Menschen, der jetzt hier sitzt im Café oder im Musikvideo steht und rappt und so, dies, das, dass da noch eine ganze Palette und eine ganze Story, ein ganzer Rucksack noch hinten dran hängt. Ja. So. Die sehen den nur, die Leute gar nicht. Life. Die sehen nur den Live. Aber die sehen nicht, dass da jemand sich den Arsch aufreißt, wirklich. Weißt, ja, was? Und das auch mit dem Hype Live, und umso mehr Hype Live es wird, umso mehr Probleme ergeben sich das, was ihr nicht seht, Digga. Hinter der Kamera, Digga, hinter den Kulissen ergeben sich die echten Probleme. Umso mehr Hype du hast, umso mehr, mehr es Druck abgeht, umso mehr es abgeht, Bruder, umso mehr Probleme hast du auch. Ne? Ja. Das darf man nicht vergessen, Bro. So? Ja. Und dann kommen private Sachen dazu. Hier, da, Bruder, weißt du, was ich meine? So? Familiendings, dies, das, so. Du weißt doch selber. Ja, Leute wollen was erzählen? Von dir. Da kommen Leute, die wollen was von dir. Ja, auch, Bruder. Das ist. Da muss man in seiner Verantwortung stehen, wer erst, wer nicht, wer ist nur so. Weißt du, was ich meine? Da muss man selektieren. Und so. Das ist in so einem Augenblick manchmal sehr schmerzhaft. Schwester, Digga. Schwester.